Wir fangen nicht an, bis wir alle abonniert haben. Machen wir nichts. Wir sollen abonnieren, verdammte Scheiße nochmal! Er hat doch gerade gesagt, halt mich zurück, Nico! Ich hau den einen auf die. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Warte, du musst hier in den Nacken da einmal den. Ja, und dann sackt er zusammen. Und dann musst du den anderen Knopf drücken, der fährt da wieder hoch. Ihr dumme Arschlöcher! Jetzt gut. Neustart. Schön, dass ihr da seid. Sieger, meine Damen und Herren. Ein Spiel, Emotionen. Und mit Nick Steiger, den wir heute begrüßen. Schön, dass du da bist. Ja. Du hast den Spagat geschafft, emotional Raum zu schaffen für Frankfurt und Freiburg in dir. Das sind deine Herzensmannschaften. Und deswegen kommst du zu einem sehr guten Zeitpunkt, weil wir natürlich auch über Euroleague sprechen. Die beiden kämpfen ja noch um ähnliche Platzierungen. Ansonsten bist du Sportjournalist, schreibst für viele Portale. Warte, ich muss manchmal ein bisschen husten. Spock, Spanische Zeitung, Bundesliga.com, aber schreibst du auch. Also du bist quasi überall so ein bisschen vertreten. Genau, ich bin selbstständig und habe mehrere Auftraggeber, wo ich so ein bisschen mitarbeite. Und ja, also Frankfurt ist mein Herzensverein und Freiburg so die zweite Liebe. Und über die berichte ich auch beruflich. Nur ganz kurz, wie bei dir, ne? Nicht größer machen, als es notwendig ist. Aber diese Szene damals, Christian Streich und David Abraham, wer hat Schuld? Beide und keiner. Es ist mir wirklich egal. Also ich habe diese Diskussion schon zu oft geführt, um es nochmal zu führen. Nee, ich will sie gar nicht führen. Ich wollte einfach nur der Schiri. Aber es ist schon klar, dass Streich den Schritt. Nee, wir wollen das jetzt nicht alle ihren sprechen. Anteil an der Szene. Okay, er hat den Schritt reingemacht. Achtung, Achtung. Er hat den Schritt reingemacht. Stille Treppe. Drück wieder auf den Knopf. Ich wusste nicht, dass es diesen Knopf gibt. Ja, den musst du ein bisschen. Genau. Und dann ist er down. Ja, schön, dass du da bist. Wir quatschen natürlich heute über Fußball. Nicht nur über Freiburg, nicht nur über Frankfurt. Du kennst dich ja mit allem aus und davon werden wir heute hier profitieren. Wir fangen an mit dem neuen deutschen Meister. Ja, also wir haben es ja hier von Tag 1 von den Dächern geschrien. Das ist das Jahr von Bayern München, in dem sie zum 12. Mal Meister werden. Und stellt sich raus, wir hatten überhaupt nicht recht. Aber es gibt ja diese eine Saisonprognose, wo wir alle auf Bayer Leverkusen getippt haben. Ich weiß nicht, ob die Regie die noch hat, aber das war, glaube ich, vor der Prognosesendung. Ja. Eine Sendung davor. Und dann hatten wir die Grafik nicht da. Ja, genau. Und dann haben wir die Grafik nicht da und die müsste eigentlich aber im Archiv sein. Ja, dass sie die noch einmal raussucht. Ja. Da hatten wir euch ja gebeten. Regie, also falls ihr die noch findet, ne, könnt ihr noch mal gucken. Aber theoretisch, wenn jetzt Dortmund letzte Saison nicht so katastrophal versagt hätte, dann wäre das, also ich weiß, es funktioniert jetzt in der Argumentation, aber es hat ja nicht viel dazu gefehlt, dann wären es fast zwei Seasons gewesen, wo die Bayern nicht Meister geworden wären. Naja, wer weiß, wie sie reagiert hätten. Aber das, dadurch, okay, gutes Argument kann natürlich sein, wenn sie letzte Saison nicht Meister gewesen wären, dass sie dann diese Saison sich anders. Dortmund behauptet, sie hätten einen Anteil gehabt an der Meisterschaft von Leverkusen jetzt, weil sie Bayern letzte Saison angenockt haben. Sie haben sie sozusagen geschwächt wie so ein Bosskampf, wo die ersten Leckspalken schon weg. Ja, hat, ich glaube, Kehl hatte das gesagt. Ich bin mir gerade nicht sicher, wer das gesagt hat oder Watzke, ich weiß es nicht genau. Irgendwer von Dortmund. Klingt nach Watzke. Gesagt. Finde ich, also die Argumentation müsste eher sein: da ist ein Löwe, der hätte die Antilope fast nicht bekommen. Aber dann hat er sie doch bekommen. Und, und dann war er satt und dann kam aber der Leopard und hat sich dann die nächste Antilope geschnappt. Aber da kannst du ja nicht argumentieren, dass Dortmund die Bayern vernichtet hätte oder so, sondern Dortmund hat einfach, weil Bayern schlecht war, eine Chance bekommen und hat sie nicht genutzt. Schon, Bayern hat ja diese auch schon mehr Punkte als letzte Saison zu der Zeit. Ich muss jetzt mal hier ordnend eingreifen, weil wir müssen jetzt, bevor wir jetzt hier wieder über die Bayern reden, wir reden schon viel zu oft über die Bayern, wir müssen jetzt einfach mal bei Leverkusen loben hier an der Stelle, oder? Wir einfach nur, ohne jetzt irgendwie zu sagen, weil es ist doch scheißegal, in Leverkusen wäre auch Bayern, würde auch Meister werden aktuell, wenn Bayern eine gute Saison spielen würde. Die haben jetzt 79 Punkte nach 29 Spieltagen. Am Wochenende in diesem entscheidenden Spiel Werder Bremen mal einfach locker, flockig 5-0 weggefiedelt. Tut mir leid, Nico. Großheim. Was? Cosign? Cosign. Ich bin absolut dabei. So, und, Cosign. 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 So, es war, also ich, den Einsatz über Bremen, ich muss ja mal was über Bremen sagen, der ist 55 Minuten lang, versucht diese kleine Truppe aus. Und ich habe es verglichen mit Space Jam, erste Halbzeit, wisst ihr? Als die Cartoons da gegen diese Aliens spielen. So war Bremen 50 Minuten lang. Also diese Innenverteidigung da hinten, wenn du die mal live im Stadion siehst, das ist einfach, das ist unmenschlich. Wie egal wer immer so bam davon abgeprallt. Und dann hat das Imperium oder dann haben die ihren Supertrank getrunken und dann war es vorbei, relativ schnell. So viele popkulturelle Anspielungen in einem Satz, ich komme gar nicht mehr hinterher. Ja, stark, finde ich gut. Groß sein, ja. Ja, groß sein. Ja, also, bleiben wir bei Leverkusen. Wollen wir, Tobi, den Wunsch nach Ordnung erfüllen? Mach mal die Lobeshymne jetzt hier. Und
Jetzt ist es Zeit wie Lobeshymne. Du kannst aber auch singen. Ein bisschen. Nein, ich werde nicht singen. Oh. Hast du eine Taktikanalyse des Spiels vorbereitet? Des Spiels, nein. Ihr hinterzieht das uns lächerlich. Wir haben jetzt auf diesen Moment, haben wir doch hier 11 Jahre gewartet. Diese Sendung hier gibt es seit 2015, 2016, ich bin mir gerade nicht sicher. Wir haben hier halt nie irgendwas anderes gemacht, als Bayern-Meistertitel zu besprechen. Das ist richtig. Das haben wir noch nie machen dürfen, dass wir jetzt mal einfach sagen dürfen, jemand anders als Bayern München ist Meister. Herzlichen Glückwunsch, Bayer Leverkusen. Bundesliga gratuliert Bayer Leverkusen zum Titel. Wir, die Bundesliga-Crew, die wir seit 8 Jahren nichts anderes kennen als einen deutschen Meister aus der bayerischen Landeshauptstadt München, möchten uns diesen Glückwünschen nicht nur anschließen, wir möchten auch ein Stück davon abhaben. Wir möchten auch uns wohlfühlen, wir möchten Party machen, das Gefühl, endlich mal als Sieger den Platz zu verlassen. Daran möchten wir partizipieren. Würden uns freuen, wenn wir eingeladen werden. Zur Meisterschaftsfeier, zur ganz privaten. Nur Spieler und ihre Partnerinnen und Partner und wir. Das wäre schön. Unsere Partnerinnen und so. Partner. Haben wir auch gratuliert, so nicht ganz so elegant wie die Bayern. Ne? Du hast ja, ja gerade ein Foto gezeigt. Wir haben auf Twitter halt Leverkusen gratuliert mit einem Foto von den drei Vorständen. Wo man sich auch denkt, warum? Die grimmig gucken. Die grimmig gucken, so nach dem Motto, ja, wir drei gratulieren euch oder was? Das ist also die unsympathischste Gratulation, die man sich nur vorstellen kann. Aber immerhin haben sie gratuliert. Ich weiß nicht, hat der FC Köln gratuliert? Ja, haben auch gratuliert. Da haben die ersten FC Kölns auch schon rebelliert. Ich habe auch gratuliert tatsächlich. Und dann habe ich mich irgendwie schlecht gefühlt, weil ich gedacht habe, am Ende des Tages ist Leverkusen immer noch ein Cheat-Verein in meinen Augen. Aber sie haben nun mal verdient diese Saison gewonnen und das auch auf eine Art und Weise, die, wenn man mal alles andere außen vor lässt, wo man einfach sagen kann, ja, das ist schon auch ein Ausrufezeichen gewesen. Es war ein schöner Fußball. Es ist auch ein, ja, es, man darf nicht vergessen, Xabi Alonso hat ja, glaube ich, auch einen Abstiegsplatz übernommen. Und dann jetzt zur ersten Meisterschaft in der Vereinsgeschichte geführt, kann noch das Triple holen. Sie sind noch ungeschlagen, können den Real Madrid-Rekord, Juventus-Turin-Rekord von 43 ungeschlagenen Spielen brechen. Also das ist schon eine Mannschaft, die zu Recht dann auch in die Fußballgeschichtsbücher eingehen wird. Und wo man auch fairerweise sagen muss, hat auch meiste Zeit hat es auch groß Spaß gemacht, den zuzugucken. Und das muss man dann einfach auch mal akzeptieren. Die sind mit Abstand die beste Truppe. Und natürlich kann man jetzt wieder über die Themen Geld auch reden. Und das ist, finde ich, auch eine legitime Diskussion. Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, dass auch mit dem Geld von Bayer am Rücken, auch mit dem Sicherheitsnetz, was sie da haben, in dem sie halt ein Werksverein sind, dass sie trotzdem nicht der reichste Verein der Bundesliga sind. Trotzdem sind halt Bayern München ist halt massiv vor ihnen, was Geld angeht. Borussia Dortmund ist vor ihnen. Und selbst RB Leipzig hat einen höheren Personaletat. Also sie haben schon sehr, sehr viel richtig gemacht. All die Transfers, die sie dieses Jahr getätigt haben, hätten andere Teams in der Bundesliga auch tätigen können. Das ist nicht so, dass die jetzt wie Bayern München Kane für 100 Millionen gekauft haben, sondern die haben Spieler gekauft, die entwicklungsfähig sind, die auch passen. Sie haben die entscheidenden Lücken in ihrem Kader geschlossen, mit zum Beispiel auch einem Granit Xhaka fürs zentrale Mittelfeld, auch nochmal Erfahrung und Spielstärke geholt. Die sind in jedem Bereich des Fußballspiels aktuell sehr, sehr gut. Sie sind ein gutes Ballbesitzteam, sind auch gut gegen den Ball. Ich finde, das macht unfassbar viel Spaß, denen zuzuschauen. Und dass die halt mit dieser Truppe Meister werden, ist ja keine Selbstverständlichkeit, sondern das ist ja auch ein Verdienst von guter, cleverer Arbeit von einem Trainer, der sie super gemacht hat, der das super hinbekommen hat. Und ich finde, das kann man jetzt auch mal honorieren, so an dieser Stelle. Ja, du hast Granit Xhaka gerade schon angesprochen. Für mich der Unterschiedsspieler bei Bayer Leverkusen. Also, ich habe auch viel geschrieben zuletzt über Granit Xhaka, hat wirklich eine Lücke gefüllt in diesem Mittelfeld, die es einfach bisher gab. Also dieses Mittelfeld mit Palacios und Andrich ist cool, aber es fehlt so dieser Spielmacher, der Taktgeber, der einfach das Spiel beruhigt. Für Alonsos Spiel auch, die spielen sehr eng, enge Räume, viel unter Druck. Und Xhaka ist ein Meister in dieser Kategorie, ist der auch der Beste der Bundesliga unter Druck, also der beste Spieler in der Leistung unter Druck. Also es ist wirklich... Das ist der Spieler, den es da gefehlt hätte. Also der hätte Bayern gut getan, der hätte Dortmund gut getan. Ist auch so krass, dass der von Vizemeister Arsenal geht. Der spielt den Titel, der geht nach Leverkusen. Man denkt sich so, ja gut, okay, ist jetzt so zum Ende der Karriere noch mal ab. Aber jetzt holt er sich den Meistertitel in Leverkusen. Halt. Das ist auch so eine kranke Geschichte eigentlich. Ja, ich gebe allen mit. Angefangen bei den Transfers, was du gerade gesagt hast. Andere Vereine hätten auch kaufen können. Können wir mal ein bisschen nochmal aufzählen. Der Boniface natürlich, der auch bei anderen, auch bei Frankfurt, glaube ich, im Gespräch gewesen ist, der jetzt, was hat er gekostet? Um die 20 Millionen, glaube ich. Also er war jetzt nicht absurd teuer und ist ja auch noch jung, 23 meine ich.
Also der hat eine Wertbeständigkeit und plus X dazu. Also es ist niemand, den du vielleicht wie bei Chaka dann irgendwann abschreibst, weil er halt so alt ist, dass du keine Ablöse mehr generierst. Dann hast du natürlich Chaka den Königstransfer, wie ihr gerade auch richtig beschrieben habt. Habt Hofmann, der auch zu Beginn der Saison sehr wichtig war, der dann länger die Saison ging, auch häufiger auf der Bank saß. Aber, glaube ich, da gerade zu Beginn sehr, sehr gut reingepasst hatte. Grimaldo, natürlich ein absoluter Königstransfer. Den hatte auch keiner auf dem Schirm. So, der wäre ja auch gerne Portugal geblieben, hat er gesagt. Aber die hatten gar nicht so ein Interesse, mit ihm zu verlängern. Ja, den kann da hat ja Olli Hoeneß einen netten Kommentar gebracht, wo er meinte, die haben auch irgendwie unbekannte Namen aus dem Hut gezaubert. Und Grimaldo ist seit Jahren bei Dortmund. Was jetzt, ich glaube, sogar bei Bayern war der mal im Gespräch. Also, es ist kein unbekannter Name, aber es hat ihn einfach im Moment keiner auf dem Schirm. Und es ist ein sehr guter Transfer. Den halt auch ablösefrei zu ziehen. Ja. Also das ist überragend. Aber ich würde es gar nicht nur an den Transfers machen. Die Transfers waren super, haben sich als wirklich Volltreffer erwiesen. Aber man muss auch sagen, dass unter Alonso auch Spieler, die schon im Verein waren, sich noch mal weiterentwickelt haben. Das ist ja wirklich etwas, wo man sagen kann, was wir auch gesehen haben, wenn der zweite Anzug sozusagen von Leverkusen gespielt hat, die auch alle abgeliefert haben. Mhm. Also er hat es wirklich geschafft, fast alle Spieler ausnahmslos in Topform zu kriegen, was du wahrscheinlich auch brauchst, wenn du deutscher Meister werden willst oder so eine Serie hinlegen willst wie Leverkusen. Aber Selbst die Spieler, die du abgegeben hast mit Nadim Amiri, ja, der in Mainz jetzt abgeht, also der hat profitiert. Und man kann nicht sagen, sie haben sich jetzt einfach, wie du es gerade gesagt hast, einen Harry Kane für 100 Millionen gekauft, wo du weißt, der kommt schon quasi als Tormaschine her, sondern auch Spieler, die davor, nehmen wir jetzt einen Kusunu, der davor in den Saisons nicht so abgegangen ist, natürlich war das ein Verschwender, der hat auch viel Geld gekostet, aber der ist unter Alonso, ist er zu dem Top-Innenverteidiger oder Rechtsverteidiger, whatever, geworden. Und da muss man einfach auch sagen, ich glaube, dass man wirklich, Alonso ist für mich so ein Beispiel, was ein Trainer, das sage ich natürlich auch mit so einem traurigen Auge, weil das mein großes Thema bei der Eintracht ist, aber wo man sieht, was ein Trainer aus einer Mannschaft auch rausholen kann, wenn du es schaffst, das gesamte Team hinter dich zu bringen, auch eine gewisse Geilheit auf Erfolg vorzuleben. Und ich glaube, es ist einfach auch was Besonderes, wenn man unter so einem Topspieler wie Xabi Alonso spielt, wo du siehst, wenn der im Trainingsspiel mitmacht, dass der immer noch den einen oder anderen da stehen lässt. Oder wenn der sagt, hier, guck mal, du kannst den Freistoß so oder so schießen und den einfach mal testweise in den Winkel ballert. Ich glaube, dass das unheimlich motivierend ist für die Spieler, dass die dem folgen, dass die dem sagen, pass auf, ich weiß, wie es geht, weil ich selber vor 2 Jahren hier noch auf dem Platz stand, als einer der Weltbesten. Dann ist das vielleicht nicht immer, es gibt auch Ex-Spieler, Trainer, die auch gut waren, Van Bommel oder so, die das vielleicht nicht so hingekriegt haben. Aber Xabi Alonso, da kommt echt Expertise und Persönlichkeit haben zum richtigen Zeitpunkt auf einen jungen, wissbegierigen Kader getroffen. Und dann hast du den Erfolg. Ich glaube, man war insgesamt auch einfach super mutig. Also bei der Verpflichtung von Alonso schon angefangen. Der hat ja bisher nur die zweite Mannschaft von Sociedad trainiert. Ja. Ist da zwar in die zweite Liga aufgestiegen, aber dann auch wieder abgestiegen. Ne? Also der hat nie so richtig auf Top-Level trainiert. Aber dann halt auch mit den Spielern. Also du hast gesagt, Kosunu hat man die Chance gegeben, reinzukommen. Ein Stanisic hat man sich ausgeliehen, den wollten die Bayern nicht haben. Der hat gegen die Bayern das wichtige Tor geschossen. Und auch sonst sich jetzt in der Rückrunde plötzlich ist er plötzlich Stammspieler geworden. So Spieler hat man halt geholt. Dann ein Hoffmann gut hat man per Ausstiegsklausel geholt, aber wir haben eben Xhaka gehabt, der bei Arsenal so ein bisschen auch einfach außen vor war. Arsenal ist eine geile Mannschaft, spielt auch geilen Fußball dieses Jahr, aber Xhaka wird denen auch gut tun momentan. Also das ist nicht. Man hat einfach Mut bewiesen, man hat clever auch einfach einen Kader zusammengestellt, wo nicht nur die Spieler individuell super sind, sondern halt auch die Spieler perfekt zueinander passen und perfekt zu Alonso passen. Man hat mit dem Trainer zusammen einfach ein Team zusammengebaut. Und das ist, was mir bei vielen anderen Mannschaften, unter anderem Dortmund und Bayern, auch einfach fehlt, dass da diese Stimmigkeit im Kader, dass der eine Spieler perfekt zu seinem Nebenmann passt. Und wenn dann ein neuer Spieler reinkommt, dann passt er auch perfekt genau in das, was du machen willst. Oder ist es dann alternativ so ein bisschen anders, was der Trainer aber weiß, wo der Trainer mit umgehen kann, was der Trainer dann so einsetzt, dass er, wenn er das bisschen anders haben möchte, eher diesen Spieler bringt. Also das hat Alonso ja auch bewiesen. War sehr vielfältig, wenn er Dinge verändern wollte, wenn was nicht geklappt hat, der andere Spieler gebracht, hat so ein bisschen was verändert, die Prinzipien beibehalten, aber trotzdem dann so diesen Ticken neues Element drin gehabt. Und einen Namen haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, den muss man, glaube ich, aber erwähnen, ist Florian Wirtz. Mhm. Ich glaube, der ist der Spieler, der in ein paar Jahren werden wir darauf zurückblicken und sagen, wow, der hat bei Leverkusen gespielt, der war damals schon Weltklasse und jetzt ist er woanders Weltklasse. Und
das hast du auch am Wochenende wieder gesehen. Weil diese Mannschaft mit ihm wird auch von einer sehr guten Mannschaft, die ist auch ohne ihn eine sehr gute Mannschaft, aber der kriegt nochmal den Extraschuss Wahnsinn. Weil er ja wirklich in allen Spielphasen da ist. Er hat so eine unfassbare Spielintelligenz, weiß genau, wo er hin muss, weiß genau, wo er zu sein hat, macht die wichtigen Aktionen. Und immer, wenn er da ist, ist nochmal so dieses Besondere auf dem Platz. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wahnsinnig guter Spieler, der auch diese Mannschaft zu dieser neuen Höhe geführt hat. Gut, mit der Einschätzung bist du relativ alleine. Mhm. Ja. Ich sehe das komplett anders. No Cosign. No Cosign, ja. Ja, ich finde. Das Gegenteil von Cosign ist Kofeld. Mm. Ich finde übrigens interessant, dass es, so wie ich das sehe, auch wenig Verletzungssorgen gab bei Leverkusen. Die konnten eigentlich fast immer aus den Föllen schöpfen, obwohl die auf drei Hochzeiten tanzen, also auch eine hohe Belastung haben. Was ja auch für ein. Also es ist ja, guck nach Dortmund oder so, ne, wo die sich ständig mit irgendwelchen Verletzungen. Man weiß immer nicht, was da im Hintergrund ist. Immer schwer als Außenstehender irgendwie das zu bewerten, wie arbeiten die und so weiter. Aber auch auf dem Level, die Spieler sind alle fit, die sind alle topfit, kaum Wehwehchen, die tanzen auf drei Hochzeiten, ist nicht selbstverständlich für eine Mannschaft, die auch so einen intensiven Fußball vor allen Dingen auch spielt. Ne? Also muss man an der Stelle sagen, da hat wirklich einfach alles geklappt diese Saison. Mhm. Ja. Super rotiert immer mit der, ja, mit der Europa League. Und die einzige Verletzung wirklich ist Boniface, der sich nicht mal bei ihnen verletzt. Ne? Mhm. Und das kommt ja auch noch dazu. Afrika Cup auch noch eine zusätzliche Schwierigkeit im Winter gehabt. Ich habe die ganze Hinrunde gesagt, ja, im Januar verspielen die Meisterschaft, weil da fehlten dann zu dem Zeitpunkt 3 oder 4 Stammspieler, glaube ich. Also, Kusunu, Tabsoba, Boniface und Adli war auch noch, ja, ja. War auch noch da. Ja, also da habe ich halt gesagt, ja, das ist die Zeit, da werden die Meisterschaft spielen, aber obwohl sie nicht mal es geschafft haben, Boniface richtig zu ersetzen, also Schick immer wieder Probleme gehabt, Iglesias, den sie geholt haben, ja auch bisher eigentlich nicht funktioniert, aber dann haben sie halt mit Adli eine Version gefunden, als der zurück war, oder mit Wirtz als falsche Neun zwischen Lojek und Hofmann oder so, oder Lojek und Teller hat, glaube ich, auch viel da gespielt, also er hat einfach, also er, Xabi Alonso, hat einfach wirklich für alles eine Lösung gefunden, weil er wirklich einen so guten, gut aufgebauten Kader hat, dass er für alles schon eine Idee hat. Okay, so kann ich machen. Hat er auch im 16. Spieltag schon angefangen auszuprobieren, okay, was mache ich eigentlich, wenn mir die Spieler fehlen nach der Winterpause? Hat er ja, komplette, Bochum, ja. komplette Afrika-Cup-Elf quasi, also ohne die Fehlenden aufgestellt und hat da trotzdem 5-0 gewonnen oder so. Also das ist schon beeindruckend. Ja, und die Perspektive ist ja vor allen Dingen noch gut, ne? Weil du hast ja oft die Situation, dass eine Überraschungsmannschaft auseinanderbricht. Nach so einem Erfolg. Jetzt scheint es so zu sein, dass die meisten Spieler bleiben werden. Wirtz vielleicht da auch Signalgeber, der direkt gesagt hat, er bleibt, obwohl dem Jungen mit Sicherheit alle Türen offen stehen im Weltfußball. Und der Trainer zieht nach, bleibt auch. Und dann ist es vielleicht eher zu vermuten, dass noch neue Kräfte hinzukommen. Weil zum einen kriegt Leverkusen Geld durch die überragende Saison, durch die Qualifikation für die Champions League. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch Bayer, und jetzt sind wir wieder beim Thema Geldsheet, merkt, oh, das ist ja eigentlich eine sehr gute Marketingmaßnahme gerade. Die Leute, aus irgendeinem Grund, sind sie von diesem Werksverein total begeistert und der hat mit Sicherheit viele neue Fans gewonnen. Vielleicht auch junge Leute, die da eben nicht so mit irgendeinem Weltkonzern in Verbindung bringen, sondern einfach nur diesen schönen Fußball gesehen haben und dadurch vielleicht auch in Liebe mit diesem Verein gefallen sind. Und ich kann mir vorstellen, dass sie auch nochmal die Schatulle öffnen, Bayern ein bisschen, dass sie merken, okay, das ist gerade ein Momentum, wir können da vielleicht noch ein paar Jahre mehr von profitieren. Also vielleicht holen die auch noch ein paar gute Leute dazu. Ja, von daher ist das nicht unbedingt eine Eintagsfliege. Und die Bayern sind jetzt natürlich immer noch der ärgste Konkurrent, aber die haben erstmal die Baustellen zu schließen. Die müssen einen Trainer holen, die müssen die Mannschaft umbauen. Das heißt, kann wieder so ein Dortmund-Ding auch werden. Ne? Also Dortmund unter Jürgen Klopp, die dann ja auch zweimal Meister geworden sind und die Bayern auch über längere Zeit ärgern konnten, das kann Leverkusen auch schaffen. Die bleiben auf jeden Fall zusammen in den größten Teilen, würde ich mal behaupten. Also mir fällt jetzt kein Spieler ein, der da jetzt unbedingt weg muss im Sommer. Mhm. Ja, so halt eher so ein Hinkapier oder so, der nicht ganz so zufrieden mit seiner Rolle ist, vielleicht ein bisschen mehr spielen will. Also Wirtz hat ja schon gesagt, dass er bleiben will, Xhaka auch. Also dann hast du ja die Achse, die beiden wichtigen Spieler im Zentrum, hast du die bleiben und dann kannst du nächstes Jahr in der Champions League angreifen. Also Dortmund hat man ja auch damals nach der ersten Saison gesagt, einmal, ja, eine Saison ist cool, aber nächste Saison kommen die Bayern wieder. Aber die Bayern haben ja so viele Baustellen einfach, dass es durchaus möglich ist, dass Leverkusen da nochmal in diese Baustellen der Bayern reinsticht.
Ja, und dann kommt es auch darauf an, was macht Dortmund, was machen andere Teams, ja. Spannend wird halt auch, wie Bayer damit jetzt umgeht. Du hast gerade gesagt, vielleicht stecken sie mehr Geld rein. In der Vergangenheit war es eher so, dass sie in den Jahren, in denen Leverkusen erfolgreich war, eher so ein bisschen Geld rausgezogen haben aus dem Verein. Hm. Also wenn man sich die Finanzkennzahlen anschaut, die letzten zwei Jahresberichte, 2021 und 2022 Geschäftsjahre, haben sie insgesamt über 20 Millionen an Schulden ausgeglichen oder an Misswirtschaft ausgeglichen quasi. Dafür haben sie in den Jahren davor immer so, war nicht ganz so viel, also es war dann mal eine halbe Million oder so, aber es ist immer so ein bisschen was an die Gesellschaft, an Bayer rausgegangen. Also ja, bin ich gespannt, wie das jetzt halt aussieht, ob sie jetzt wieder sagen, okay, der Verein ist erfolgreich, wir ziehen da wieder ein bisschen Geld raus, oder ob sie sagen, okay, wir investieren vielleicht sogar noch und wollen hier jetzt BlackRock will seine Kohle machen. BlackRock ist Anteilseigner. Bayer. Ja, Bayer hat ja auch wirtschaftliche Probleme. Ist ja auch nicht umstritten gewesen, das Sponsoring von Leverkusen, ob man das sich noch leisten möchte oder ob man da sagt, man geht da zurück. Das sind da nochmal Argumente. Aber ich glaube schon, dass am Standort da sich schon ein paar Leute gefreut haben über diesen Titel. Stimmt es denn, Nico? Das ist aber eine schäbige Überleitung. Ja, natürlich. So. Aber ich möchte jetzt wissen, wie es da vor Ort gewesen ist. Du warst doch da, Mann. Jetzt ja, aber das passt, ehrlicherweise überhaupt nicht rein in die ganze Rede. Du warst im Stadion, du hast das erlebt, was da los war. Ja, erzähl doch mal. Ja, es war, ich weiß was, Ron. Gibt es eigentlich gratis Aspirin dann so auf Tablett? Ja. Tablett? Ja. Groß sein. Da ist was, Tablett, ja. Ich bin früh hin, weil ich so gedacht habe, ich will das versuchen, ein bisschen mitzugehen. Ich wollte ehrlicherweise noch ein bisschen Zweitliga-Konferenz gucken, haben wir nicht sowas gefunden. Also waren wir schon so 3,5 Stunden vorher in der Stadt. Und es war richtig süß, weil, also wirklich, du musst dir vorstellen. Stadt Leverkusen, ne? Lass mich doch jetzt mal, soll ich oder soll ich nicht? Ja, ich bin schon. Weil es wirklich süß war, dass du kommst da rein und überall hingen Luftballons und Girlanden. Also wirklich an den Straßen, überall. Also, als ob einer für eine Geburtstagsfeier die ganze Stadt geschmückt hat. Überall auch so, ich glaube von den Ultras, so Banner, jetzt für alle, irgendwie so bam, diese ganze Kram. Und es war schon auch gefühlt die komplette Kleinstadt auf den Beinen. Das war schon auch ziemlich beeindruckend, weil wir sind da natürlich zum Empfang von dem Bus. Dann habe ich gedacht, okay, dann gehen wir rein. Und haben uns da, es gibt so zwei Fanclubs mit so Kneipen am einen oder anderen Ende der Straße. Und da, wo der Bus vorbeifährt, da war auch am meisten los. Und dieser Empfang von dem Bus, und das haben wir ja, glaube ich, alle mit unseren Vereinen irgendwie aber schon mal gehabt, dass das schon auch emotional schon, das ist ein schöner Moment, wenn da der Pulk steht und alle singen und es knallt nur Bengalos und Rauchtöpfe und allem drum und dran. Die waren schon alle bereit und du hast der ganzen Stadt auch angemerkt, dass sie das Ding nicht aus der Hand geben. Im Stadion, würdest du was sagen? Weil ich fand das schon so ein bisschen borderline fast schon wieder unsympathisch, aber nicht nur von den Leverkusen-Fans, ja, sondern eigentlich ist auch die gesamte Berichterstattung. Der Kicker hatte schon im Morgen halt quasi so 10 Artikel oben auf der Startseite von wegen Bayer Leverkusen erstmals Meister sein so. Und dachte, ja, aber die müssen noch gegen Werder Bremen spielen. Ja, aber das war. Und dachte ich auch, okay, aber es ist ja auch Werder Bremen, okay, kann man schon mal machen. So, ja, ist nicht meins, ne? Ist nicht meins. Ist nicht meins, ne? Ja. Also wenn du nicht böse gemeint, aber nee, du hast schon das Gefühl, das ist eigentlich brauchst du Spiel nicht mehr anpfeifen. Sagen wir so, eine Top 11 von Werder Bremen, die haben ja sich bemüht, weil die auch Fußball spielen wollen, dann hätte es irgendwie wahrscheinlich vielleicht noch ein bisschen Gegenwehr gegeben. Wir haben mit Groß, Veljkovic und Malatini in der Innenverteidigung gespielt. Also das hätte die Betriebssportmannschaft von Bundesliga wahrscheinlich aushebeln können. Ja, aber ist natürlich auch das so einerseits. Klar, wenn du sowieso noch 5 Spieltage Zeit hast, dann gegen Werder Bremen zu Hause bist ungeschlagen, hast natürlich anderes Selbstbewusstsein. Aber zeugt schon von so anderes Selbstbewusstsein in der Stadt, beim Verein, dass du halt da in dieses Spiel nicht gehst, du denkst, oh, was könnte schief gehen wie früher, sondern dass du sagst, ey, heute ist Partytag. Und das ist ganz interessant. Drauf, da war kein Vizekusen, da war keine Angst. Die wussten alle, sie werden heute deutscher Meister. Und das hast du schon gemerkt. Im Stadion selber war es mir gar nicht fast, ich habe mehr Euphorie erwartet. Also die Kurve, klar, war da. Mhm. Der Rest des Stadions hat einfach nur das Spiel geguckt. So, da hätte ich mir schon ein bisschen mehr vorher gewünscht. Und dann, und das habt ihr ja wahrscheinlich auch alles vom Fernseher erlebt, ist dieses 3-mal Platzsturm, das war schon lustig. Und da kommt was zustande, jetzt der Hot-Take dazu. Ich find's schade, dass Bayer Leverkusen sich den größten Moment der Vereinsgeschichte selber so ein kleines bisschen zerlegt hat. Denn ich fand schon krass, dass sie die an den Rand lassen und dann stehen die da alle. Und das finde ich super. So, das heißt, die können dann. Und dann fällt aber dieses 5-0. Und vorher toben die schon zweimal über den Platz. Erstmal klein, dann sind sie einmal komplett rein, wieder raus. Beim dritten Mal stürmen sie auch wieder drauf. Die durchsagen immer, oh, und bitte runter, wir müssen ab. Und dann geht's los, dass der Platz voll ist. Das ganze Stadion fängt an, übelst zu pfeifen, die eigenen Fans auszubuhen, dafür, dass sie den Platz stürmen. In der Sekunde pfeift der Schiedsrichter das Spiel ab. Das heißt, die Mannschaft springt jubelnd auf den Platz, während das ganze Stadion sie ausbuht.
Und ich dachte mir so, das ist der Moment in eurer Vereinsgeschichte und irgendwie fühlt sich das jetzt nicht so geil an, wenn du das Video hier rausholst. Aber ich finde, Tobi hat es gut auf Twitter gesagt, das ist auch ein bisschen Leverkusen-Schuld. Ja, die hätten 5 Minuten vor Schluss beim Stand von 4-0, hätten die auch einfach hinten auch den Ball hinrumpassen können und schon mal ins Publikum winken. Aber auch schon beim Stand vom 3-0, nicht nur erst 5-4. Ja, okay, aber dann wirklich beim Stand irgendwie, in der NBA gibt's doch auch irgendwie so, wenn das Spiel mehr oder weniger gelaufen ist, dass du nicht mehr allein auf den Korb zurennst, noch einen Dank machst. Da gibt's ja dann immer so Ärger, wenn das noch einer macht. Da hätte man auch sagen können, so ist 88. Minute, ihr müsst jetzt nicht aufs 5-0 gehen. Aber das war schon ein bisschen so. Das Lustige war, aber der Wirtz hat halt Bock. Aber die standen sich gegenüber und die wollten auch. Eigentlich wollten die meisten nicht mehr. Die haben sich da auch darauf geeinigt. Das war nämlich dann, dass Granitschaka wurde ausgewechselt. Das war alles gegessen. Dann kommt Palacios rein. Wirtz hatte ja sowieso die ganze Zeit Bock, irgendwie 10 Tore zu schießen. Und dann lernt Palacios dann in der 83. diesen geilen Pass in die Abwehr. Wo du dir aber auch denkst, und auch du hast auch gemerkt, wie die Werder-Abwehr in dem Moment gedacht hat, ey, ihr Pisser! Werdet ihr gleich deutscher Meister, hinter unserem Tor stehen die Jungs schon. Was macht ihr denn hier so einen Pass? Warum spielt ihr jetzt diesen behinderten Pass hier? Mhm. Tut mir leid, das wollte ich jetzt nicht sagen so. Ja. Aber ganz kurz kümmern, das war ein emotionaler Moment von Tobias Escher. Oh. Ja. Da hat er sich aber gerade ein bisschen im Ton vergriffen. Boah. Piepsen wir. Hast du gerade das P-Wort benutzt? P-Wort? Pieps. Penis. Okay, aber weiter im Takt. Ja, das war unnötig. Also Granitschaka hätte einfach gesagt, so Leute, Fuß auf den Ball und wir spielen jetzt ein paar Pässe hin. Und dann die zweite unnötige Situation aus dem Stadion heraus. Und das ganz bewusst, nicht, das geht mir nicht um Werder Bremen. Aber es gab ja wohl, Geschichte schnell zu sagen, was Banner, es gibt ja so ein Banner mit dem Zitronenmann da, Leverkusen-Fans, Werder Bremen, Antworten drauf. Ne, geht um eine genderspezifische Frage und den etwas, formuliere ich es mal vorsichtig, offenere Gedankengut von Werder Bremen-Kurve im Gegensatz zur Leverkusener Kurve dazu, was dazu führt, dass sie das Banner rausholen. Und dann mit Schlusspfiff, und das ist die zweite Situation, wo ich mir gedacht habe, ey Leverkusen, ihr macht euch hier die ganze Scheiße hier kaputt. Dann stürmen halt so 50 Oberkörper frei und machen die ganze Zeit Bewegungen und Provokationen Richtung Werder-Block, was natürlich dazu führt, dass die dann sich das, also wie das dann ist, immer hin und her. Ne? Aber dann irgendwann steigen die auf einmal alle aus dem Block aus und dann stehen da so 20 Kanten von Bremen. Auf einmal Polizei, bam, da stehen die betrunkenen Leverkusener, die feiern wollen und ihre Meisterschale und sich auch prügeln wollen. Und ich dachte mir, ist das euer Ernst? Ihr werdet hier gerade zum ersten Mal in der Geschichte deutscher Meister und ihr 50 habt nichts Besseres zu tun, als jetzt unbedingt diese Privatfehde mit den Jungs da im Bremer Block zu klären. Und ich stand halt genau davor. So ist ja. Und scheiß mal auf der Bremen. Ich dachte mir so, Alter. Ich hab's auch im Fernsehen gesehen. Ich habe mir auch nur gedacht, irgendwie, als ich dann die Fans von Leverkusen, die da standen, gesehen haben, die 90er wollen ihre Hooligans wieder zurück. Das war nämlich so, das Klientel ist nicht böse gemeint, aber die waren es ja, die dann das so feiern mussten. Was ich da bei Bremen formiert hatte, ich habe gedacht, oh Gott, Alter, wenn die wirklich jetzt ernst machen, dann geht das in die Geschichte ein, was da passiert. Weil dafür war nicht genug Polizei dazwischen, um das aufzuhalten. Das hat mich auch gewundert. Also, dass da kaum Ordner waren. Also, es war so eine Szene. Die Ordner sind mit auf den Platz gerannt. Da steht ein, dass du dieses Bild von dem Ordner mit Bürz feiern willst. Der Erste, der auf den Platz läuft. Also wirklich, da war ich ein bisschen, also ich muss grundsätzlich sagen, dass mich dieses vor dem Abpfiff auf den Platz gelaufe, das triggert mich enorm. Und das, egal wo es passiert, auch damals Relegation Düsseldorf gegen Berlin, als Düsseldorf hochgegangen ist und Berlin ist abgestiegen in der Relegation, wo ich mir denke, es geht jetzt auch nicht nur um euch. Also das Spiel läuft noch. Und ich denke mir immer, rein theoretisch, wenn da jetzt jemand steht, der Bock hat, wenn ein Schiedsrichter steht, der Bock hat, sein eigenes Ego noch mal ein bisschen zu füttern. Da gibt's ja ein, zwei Kandidaten, ihr kennt den Namen, ich sag's nicht. Der bricht das Spiel ab. Und er macht das zurecht, weil das Spiel ist noch nicht vorbei. Stell dir mal vor, der hätte wirklich 3-0 für Werder Bremen. Der bricht das Spiel ab und sagt, zack. Und dann wird das Spiel gewertet für, gut, in der Realität, also wahrscheinlich würde dann erstmal eine Ansage kommen, dann dürften die, hast du eine halbe Stunde Zeit, die Spieler gehen in die Kabine, dann dürfen so. Aber nehmen wir mal an, er bricht es ab. Und das ist in dem Fall ruiniert Leverkusen komplett die Meisterschaft, ruiniert die ungeschlagene Saison, macht alles kaputt, aber sie werden trotzdem noch Meister. In dem Fall jetzt von Düsseldorf wäre das so gewesen, dann steigen die deswegen nicht auf. Und ich verstehe mal nicht, dann, was glauben die denn? Das Spiel läuft noch und die laufen auf dem Platz. Und ich verstehe ja, was sich da emotional entlädt, ne? Was hat sich ja eine Menge aufgestaut, ich verstehe das. Aber das kann doch nicht dazu führen, dass man einfach komplett dumm ist. Weißt du, was das Erste war, was die Ordner in Leverkusen im Stadion beschützt haben? Die Torräume.
Ja. Haben so Ordnerketten Torräume. Ja, damit die den Platz nicht kaputt machen. Ja, haben die, so, haben die Torräume und die Tore und dann ist sofort einer hin, hat die Netze abgebaut. So, und dann haben sie das beschützt. Ja, gut, die müssen am Donnerstag da wieder spielen. Ja, die spielen am Donnerstag, wichtiges Spiel zu Hause. Ja, ja, die spielen sie auswärts, ne? Auswärts. Aber, ach, das ist auswärts, stimmt, ja. Aber dann, also, dann wollen wir weiterkommen. Aber Xabi Alonso ist ja auch total der Rasenfanatiker. Ja, und hat auch schon vorher alle gebeten, bitte nehmt kein Stück vom Rasen. Ja, ja, und ich, und das ist die zweite lustige Anekdote. Ja, sie kommt aus dem, ich war in Gladbach am Tag vorher und habe so einen kompletten Tag Borussia Mönchengladbach gehabt, habe mich mit den Greenkeepern lange unterhalten. Die haben mir erklärt, wisst ihr, warum du nicht auf dem Platz darfst mit deinen Schuhen? Nicht, weil du dir mit den Schuhen kaputt machst, sondern weil es sein kann, dass du, wo du vorher gestanden hast, du Viren auf den Platz trägst. Die Greenkeeper von Bayer Leverkusen, ich bin mir ziemlich sicher, da gab es 3 Nervenzusammenbrüche, als sie gesehen, okay, das Ding müssen wir bis in 2 Wochen wieder fertig kriegen. Was wäre so lustig, wenn die sich alle so kleine Schlüpfer hätten überziehen müssen. So bereitlegen, so, ne? Ah, Schlüpfer, hier, Schlüpfer rein. Und die letzte kleine Anekdote aus diesem Spiel, aus Werder-Sicht, war halt schon auch ganz lustig, und das ist aber nur das kleine, so nach diesem ganzen Scharmützel, so, habt ihr die ganzen grünen Rauchtröpfe gesehen? Die bunte auf dem Platz war sehr schön. Ja. Also, hing ja zusammen mit dem Banner vorher, wo sie gesagt haben, es gibt nur, also nur 2 Farben in grün-weiß, ja, in dem Kontext. Und dann zünden, es war geil zu sehen, im Stadion zünden im ganzen Stadion überall irgendwo grüne Rauchtöpfe. Grüne und weiße Rauchtöpfe, auch mitten auf dem Platz, wo sie gefeiert haben. Da, ja, auf den Feierfotos ist grüner Rauch. Mitten im Pulk von da war dann die Ultra, also Fankurve so. Das war die kleine letzte Genugtuung für diese Provokation am Ende und für das 05. Ja, grüne Meister. Man muss dazu ja auch immer sagen, also es gibt bestimmt auch Spieler, die das voll geil finden, sich dann da so in der Masse feiern zu lassen. Aber ich kenne, also ich bin mir sehr sicher, es gibt bestimmt auch viele Spieler, die hätten auch einfach nur Bock, ihren Trainer zu umarmen, ihre Mitspieler zu umarmen, zur Familie zu gehen, mit denen zu feiern und eben nicht dann erstmal da sich durch Unmengen an Menschen kämpfen zu müssen, bis man überhaupt mal wieder irgendwo ist, wo man atmen kann. Ja, vor allem, und wie die sich, also wie die abgeknutscht haben und sowas alles, ne? Wobei, es gab doch die eine Szene, wo Jeremy Frimpong, ein Ordner wollte ihn da um ihn rausziehen, aber Jeremy Frimpong, der wollte da gar nicht raus. Der wollte aber bei Frimpong war an dem Abend eher alles vorbei. Habt ihr das Insta-Live danach gesehen von Jeremy Frimpong? Komplett verrückt. Er ist durch die Kabine gesprungen, hat alle angeschrien und also total, der war. Ist das mit Chaka, wo er meinte, du bist von Arsenal hierher und hast hier den Titel geholt? Also, sag ihm, dass wir Meister geworden sind. Sag ihm, dass wir Meister geworden sind. Du bist von Arsenal hergekommen, mit uns Meister geworden. Und das ist so das Letzte. Das war süß so. Und ich habe schon euphorische Meisterfeiern erlebt. Für die Truppe hat es mich wahnsinnig gefreut. Und du hast aber schon gemerkt, wie die ganze Stadt danach gelächzt hat. Ne? Weil also die junge Generation kannte das nicht, die alte Generation. Die hatte schon echt so. Das ist jetzt ein Trauma bekommen. Mit dem Interview mit Rainer Kallmund bei der Zone, wo er angefangen hat. Okay, was fühlen Sie jetzt? Und er fängt an, so 1999 und dann 2002. Und der Fußball wurde erfunden im 17. Jahrhundert. Ja. Also, ich hatte erstmal einen 5-Minuten-Monolog gehalten mit der Geschichte von Bayer Leverkusen. Ja, gut, aber das ist ja generell das Thema gewesen, auch bei The Zone. Also, die haben ja auch Borowski und Ballack eingeladen als Experten, die ja auch, naja, also Ballack ist ja deren Chef-Experte jetzt momentan, aber so richtig viel inhaltlich beigetragen zum Spiel haben sie eigentlich nicht. Die waren die meiste Zeit ruhig, haben sich gefreut. Aber, also, was ja okay ist, aber es ist ja halt keine objektive Berichterstattung. Nein, das war eine Krönungsmesse, ist auch in Ordnung dann in dem. Seht ihr irgendeinen von der Truppe eigentlich, der auch wirklich weggehen würde? Weil ich denke mir, weil du es am Anfang oder irgendjemand von euch am Anfang hast gesagt, ich habe schon das Gefühl, dadurch, dass der Kern da bleibt, und ich weiß nicht, wie oft ihr Leverkusen dieses Jahr schon live im Stadion gesehen habt, aber das ist nochmal anders. Das ist so ein erschreckendes Kräfteverhältnis zueinander zwischen Werder Bremen und Bayer Leverkusen. Und Bayer Leverkusen hat so halt gespielt, weil sie wussten, sie spielen gegen Werder Bremen. Aber egal, in welcher Situation auf dem Spielfeld, ich hatte nicht einmal das Gefühl, dass Leverkusen nicht wusste, was sie jetzt machen sollen. Bedrängnis hinten, linker Außenverteidiger, 2 Spieler pressen ihn. Kein Thema, hab eine Antwort. Echt? So. Was du gesagt hattest vorhin, es gibt, glaube ich, so ein, 2 Kandidaten, wie ein Hinkepie zum Beispiel, der sagt, ein bisschen mehr Zeit vielleicht, einen Loschek, den wollten wir auch, der wurde ja auch schon gesagt, dass da Interesse ist von anderen Vereinen. Patrick Schick könnte vielleicht. Patrick Schick, genau, so ein paar Kandidaten, wo du sagst. Aber Grimaldo kann man sich auch überlegen. Ich habe ja ein bisschen was von Gerücht bei Bayern gelesen. Ich meine, ablösefrei. Ja, aber ich glaube halt nicht, dass. Warum sollte er gehen? Also warum? Ich glaube nicht, dass. Vielleicht muss Leverkusen oder will Leverkusen ein bisschen abcashen. Aber ich glaube nicht, dass sie das tun. Ich glaube halt wirklich nicht, dass sie das tun, weil sie das, glaube ich, ein Jahr später auch noch können und weil die Spieler ja auch wissen, dass Alonso da bleibt. Also die Spieler werden ja, glaube ich, auch von Alonso darauf getrimmt, so nächstes Jahr, da holen wir mal die Champions League und da gucken wir mal, was da geht. Und ich glaube, für die allermeisten von diesen Spielern, die sind noch nicht so alt, dass du jetzt sagen musst, die müssen unbedingt den nächsten Schritt gehen. Vielleicht noch ein Jonathan Tah, wenn der unbedingt zu Bayern möchte, dass er das jetzt machen muss und nicht ein Jahr später. Aber Grimaldo ist ja auch noch nicht.
der gut ist 28, aber der kann auch noch im nächsten Sommer gehen, wird sowieso. Und dann die ganze Abwehr, Kusunu, Tapsu, die können alle noch ein Jahr bleiben und noch ein Jahr geilen Fußball mit Leverkusen spielen. Und danach sind sie immer noch, haben sie immer noch großen Marktwert. Leverkusen kann immer noch mit ihnen abwehren. Wahrscheinlich, ne? Ja, also, aber auch dann, bei Jonathan Tah, der hat jetzt das erste Mal eine Saison wirklich überragend gespielt. Ja. Ist der gesetzte Abwehrmann in dieser Kette. Alle anderen haben durchrotiert, bis auf 2, 3 Spiele Tah immer gespielt. Warum sollte der jetzt gehen? Also warum vielleicht sollte, höchstens, warum weil du es wegen das, dem, was du gerade gesagt hast. Ja, klar, das ist der Erste, er weiß halt auch, ja, aber, sein Berater also warum weiß. Warum sollte er jetzt sagen, okay, jetzt möchte ich nicht mehr mit Xabi Alonso. Ich gehe mal zurück und ich hoffe einfach ehrlicherweise, also weil ich war krass beeindruckt von, also, und das ist ja kein Geheimnis, weil wir das ja alles das Jahr geguckt haben, aber nochmal im Stadion, nochmal emotional anders aufgesogen. Ich habe einfach selber Bock darauf, diese Truppe noch mal mindestens ein Jahr Fußball spielen zu sehen. Und mit der Art und Weise, wie die da Fußball spielen, mache ich auch. Da muss Bayern schon verdammt viel machen, um das einfach mal so, wie sie es in der Vergangenheit immer gemacht haben, mit wir kaufen 2 Herzstücke raus und dann sind wir wieder stärker. Das funktioniert dieses Mal nicht, nicht bei dieser Truppe. Mhm. So. Und ich glaube, du darfst auch nicht unterschätzen, damals vor 10 Jahren, da weiß ich noch, Borussia Dortmund, als sie das erste Mal Meister geworden sind, Nuri Sahin war ja da der Kopf im zentralen Mittelfeld, ist dann zu Real Madrid gewechselt. Und da haben die halt Ilkay Gündogan ausgegraben dann. Der hat dann in der Saison danach plötzlich geil gespielt. Und das kannst du ja auch noch. Es ist ja nicht so, dass Leverkusen keine Chance hatte, auf dem Transfermarkt noch selber zuzugreifen. Und die haben ja in den letzten Jahren bewiesen, dass sie da gute Griffe tätigen können. Vielleicht graben sie da auch noch 1, 2 Spieler aus, wo du dann sagst, ja. Ja, oder teilweise haben sie es ja schon. Also ich sag mal, wenn ein Frempong jetzt wirklich sagt, okay, ich krieg ein Angebot von, keine Ahnung, Real, Man City, was auch immer, und der will da gehen, dann hast du Nathan Teller eigentlich schon ausgebildet. Der da, klar, das ist eine offensive Variante, da müsste man sich wieder überlegen, was man dann macht, aber du hast den Nachfolger eigentlich auch schon im Kader. Also das ist. Und es gibt ja schon den einen oder anderen Kicker da draußen, der jetzt wahrscheinlich, wenn Leverkusen anrufen würde, schon Bock hat, da hinzugehen. Sie haben ja auch noch Arthur geholt für 7 Millionen. Das sind ja so Kleinigkeiten, die so ein Leverkusen gerne mal macht, dass sie so im Bereich, wo andere Vereine, also das Rekordtransfers werden, dann holen sie gerne mal so Spieler, die unterm Radar sind. Teller war so einer, dem. Wobei man, für die 23 Millionen, glaube ich. Ja, ja, aber auch Loschek war auch teuer und so. Aber das sind dann so Spieler, die zünden nicht direkt. Die haben sie aber schon. So ein Arthur hat keiner mehr auf dem Schirm. Wir haben die 7 Millionen für einen 20-jährigen Rechtsverteidiger ausgegeben, werden sie sich auch was beigedacht haben. Das kann schon der Grimaldo oder der Frimpong von morgen oder übermorgen sein, weil sie halt rechtzeitig schon so 1, 2 Seasons vorausplanen und Talente holen, die vielleicht dann erst in 1, 2 Jahren abgehen. Wobei sie da zuletzt auch schon auch immer mal wieder ein bisschen Geld drin versenkt haben, ne? Also ein Timothy Fosu-Mensah zum Beispiel, Bakker links, gut, Wendell war jetzt relativ lange da, aber also generell so, gerade so die Außenverteidigerposition, jetzt auch Arthur, ich meine, der hat jetzt. Was hat er gehabt? Ich weiß gar nicht, was er verletzt hat, aber der ist die ganze Saison nicht ausgefallen. Also Kreuzbandriss. Kreuzbandriss, war es ein Kreuzbandriss? Gut. Also nicht gut, aber der was Längeres. Ja, also ist eigentlich die ganze Saison ausgefallen. Da muss man jetzt halt auch schauen, okay, wo geht's für den hin? Ne? Also ist der ein Kandidat, um eventuell diese Nummer 2 hinter Teller zu sein, falls Frimpong geht? Muskelverletzung. Wüsste ich jetzt persönlich nicht. Also ich weiß nicht, was er genau hat, aber er ist jedenfalls die ganze Saison raus gewesen, kein einziges Spiel gemacht, glaube ich. Also ja, da, Leverkusen macht sowas gerne, aber der. Das ist, glaube ich, auch was, wo man immer so ein bisschen auch häufiger mal so Fehleinkäufe hat. Also, ja. Mhm. Gut. Bevor wir, noch nicht ganz. Oh. Wir haben jetzt unsere Recherche-Abteilung geleitet von Bob Andrews, hat nochmal die verlorene Grafik gefunden, die wir vorhin erwähnt haben, vor einer halben Stunde. Die können wir nochmal uns angucken, die das beweist. Ja. Wer wird Meister? Das war unser Tipp vor der Saison. Und da muss man sagen, hab ich wohl Unrecht gehabt. Ja? Da habe ich ganz schön daneben gelegen. Du hast daneben gelegen, genau. Schon unangenehm als einziger auch, ne? Massiv daneben gelegen. Wir haben alle recht gehabt. Verstehe es nicht. Gut. Es war aber eine knappe Kiste. Ja. War eine sehr knappe Kiste, aber es bleibt knapp. Es bleibt knapp. Und Frankfurt war schon der logischere Take zum Saisonbeginn, auf jeden Fall. Ja, jetzt ist es statt Meisterkampf Kampf um die Euroleague. Und da sprechen wir gleich drüber. Freue mich sehr, dass wir da nicht nur auf Eddies Expertise zurückgreifen, sondern auch auf deine. Und dass wir dann auf Frankfurt und Freiburg kombinieren können, weil die sind ja noch so ein bisschen im Clinch miteinander. Das gucken wir uns alles gleich an nach einer klitzekleinen Unterbrechung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Löffelmesser Gelbe. Die Angst ist mit. Wir haben uns wieder umgeguckt in den Supermärkten der Nation und für euch ganz tolle Hallo, Captain Penninger! Rocket Beans TV. Wann du willst, wo du willst. 24/7 auf satu.com und Rocket Beans TV. Einfach so.
zurück. Bevor wir gleich wieder über Fußball reden, noch ein ganz kurzer Hinweis. Wir haben auch dieses Jahr wieder eine Umfrage zu unseren Sales-Partnern, an der wir euch bitten würden, teilzunehmen. Dann könnt ihr nämlich mitbestimmen, welche Partner wir uns ins Boot holen, mit wem wir zusammenarbeiten, wen findet ihr gut, mit wem würdet ihr euch identifizieren wollen. Und da gibt es einen kleinen Link für euch, rptv.to/sales-umfrage24. Wenn ihr da einmal raufsurft, dann könnt ihr eure Meinung abgeben und werdet gehört. Vielen lieben Dank, das wird uns helfen. Und was Frankfurt helfen würde, wäre mal wieder ein Sieg oder zumindest dauerhafte Niederlagen der Konkurrenz, zu denen ja auch Freiburg zählt. Lasst uns einmal ganz kurz die Tabelle einblenden, bevor wir uns um diese Clubs hier kümmern. Da sehen wir nämlich, wir haben nach Dortmund ein ziemliches Loch von 14 Punkten. Dann auf Platz 6 Frankfurt, Augsburg, Freiburg. Hoffenheim, ist schon ein bisschen abgeschlagen, aber hey, wir haben ja noch ein paar Spiele, 6 an der Zahl, nee, 5. Und wenn man sich das Restprogramm anschaut, insbesondere das von Freiburg, wird man auch feststellen, da geht noch was. Ne? Frankfurt hat noch ein paar schwere Spiele vor der Brust, hat jetzt natürlich Glück, dass Leverkusen schon Meister ist. Gegen die müssen sie nämlich noch ran. Aber Freiburg hat die schwierigsten Stolpersteine schon aus dem Weg gespielt. Also so ist es nicht so unrealistisch, dass man die 3 Punkte noch aufholen kann. Wie ist denn dein Take dazu? Ja, ist auf jeden Fall möglich. Also von allen Seiten. Ich weiß gar nicht, wer es war. Irgendein Ex-Frankfurter hat neulich auch gesagt, wenn uns noch eine einholt, dann Freiburg. Also ja, ist schon machbar. Wobei man dazu ja sagen muss, dass es ja auch einfach sein kann, dass sowieso 6 und 7 beide Europa League spielen. Also ja. Von daher Das muss man mal dazu sagen. Deswegen, dieses Rennen hat so eine strategische Ambiguität, weil du nicht weißt bis zum letzten Spieltag, was ist nun eigentlich was. Ja. Weil nämlich, wenn Leverkusen den Pokal gewinnt, gehen wir mal davon aus, dann reicht Platz 7 auch für Europa. Europa oder Europa Conference League? Conference League. Conference League. 5 und 6 ist dann Europa League und 7 wird Conference League. Genau, wenn Leverkusen mitgewinnt. Kann aber natürlich auch passieren, Leverkusen ist betrunken vom Europa League-Sieg am Mittwoch davor und weiß dann nicht, was zu tun ist. Und hey, ich habe mir die angeguckt. That's never gonna happen. Ja, aber es ist theoretisch möglich. Die zweite Mannschaft, aber gewinnt es ist das ja Ding. Aber es ist auch noch möglich, dass Deutschland den 5. Champions League-Platz bekommt, weil wir uns in der 5-Jahres-Wertung so toll anstellen. Und dass, wenn Leverkusen dann auch noch gewinnt, den Pokal, dann ist es 6 und 7 Europa League und Platz 8 ist dann plötzlich Conference League. Also da ist halt alles noch möglich in diesem Platz. Kann sein, dass Platz 6 gerade mal für Conference League reicht. Kann sein, dass auch Platz 8 für Conference League reicht. Und das weißt du vielleicht sogar erst nach Ende der Saison. Weil die 5-Jahres-Wertung steht ja erst, wenn die ganzen Europa League und Champions League-Finals durch sind. Mhm. Und das Pokalfinale findet sowieso erst in der Woche nach dem letzten Spieltag statt. Das Fanherz in mir will natürlich, dass Leverkusen den Pokal gewinnt, damit der Platz noch in die Liga kommt. Das Chaosherz in mir wird es aber super geil finden, wenn Lautern dritte Liga und Europa League spielt. Aber auch schade, spielen sie eine Runde, kriegen aber auf dem Arsch und fliegen wieder nach Hause, ne? Also, nee, dann bist du direkt in der Liga. Bist du direkt in der Liga? Ja. Also der, spielst du 6 Spiele, ja. Oh! Nee, 8 sogar. Ach, ja, die Gruppenphase ist komplett jetzt die neue Liga-Phase. Sie spielen sogar 8. Also sind 8 Spiele Europa. Und 16er in der dritten Liga wahrscheinlich. Also wenn die Abstände sind 17, ich glaube, sind gerade 17er. Es ist nicht zweite Liga hier, aber ich glaube, sind gerade 17er. Das wäre überragend. Dritte Liga und dann. Sätze wie, wenn Kaiserslautern absteigt, das wäre überragend, solltest du an der Stelle noch mal überdenken. Ja gut, als Frankfurter kann ich das auch fair sagen. Ja, aber ich glaube, das nennt mir kein Lautern-Fan. Aber die realistische Variante ist ja, an der wir arbeiten können, ist, dass Platz 8 sogar auch noch europäisch mitspielen darf. Ne? Ja, dazu mal die Ordnung reinzubringen, ist es natürlich dieses Duell und Platz 6 ist jetzt wieder offen, was auch an gewissen Frankfurtern liegt, die zuletzt eben keine Punkte mehr geholt haben und dadurch ein bisschen die hinter sich eingeladen haben, aufzuholen. Hm. Ja, ich muss auch sagen, als jemand, der jetzt dieses Jahr die Conference League verfolgt hat, ist das für mich also jetzt nicht Grund, in Ekstase zu geraten, wenn wir uns wieder für die Conference League qualifizieren. Also es ist schon, das ist der UI-Cup von der Strohhalm-Cup. Ja? Also das kann man natürlich nach außen hin irgendwie dann noch, so wie sie es letztes Jahr gemacht haben, verkaufen, als wir sind international dabei. Aber es ist schon der nicht der geilste Wettbewerb. Ja, ansonsten kann ich mich einfach auch nur wiederholen. Ich habe immerhin ein bisschen Kohle gemacht, weil mir das absolut klar war. Als ich die Aufstellung gesehen habe, bin ich sofort auf einen Wettanbieter gegangen und habe auf Stuttgart gesetzt. Hat sich rentiert, denn Frankfurt hat sich so präsentiert, wie auch in den vergangenen Wochen, nur dass halt Stuttgart eine Halbzeit gereicht hat, um Frankfurt komplett zu zerlegen. Es war wieder mal eine wilde Aufstellung, meiner Meinung nach. Sowohl taktisch, personell muss man vielleicht Dino Topmöller ein bisschen in Schutz nehmen. Da gab es natürlich dann auch nicht allzu viel. Tuta
war noch rot gesperrt, Ebimbe war nicht da, Skiri verletzt, Götze ist dann noch mit Netzhautentzündung kurz vor Spiel ausgefallen. Das sind dann natürlich in der Schlussphase der Saison dann zu viele Stammspieler, die ausfallen, und dann musst du wieder die Startelf irgendwie durchwuseln. Trotzdem war das auch taktisch wieder meiner Meinung nach ein absoluter Offenbarungseid. Ich weiß nicht, ich sitze hier jede Woche seit, weiß ich, wie viel Spielen und wiederhole mich. Und ich würde viel lieber gerne, ich weiß, wir haben ja nicht immer die gleiche Meinung, was die Eintracht angeht. Du bist ja deutlich positiver und findest da auch immer noch positivere Aspekte beim Eintracht-Spiel, während ich komplett desillusioniert bin. Hast du das mal angeguckt, was er hier immer so erzählt? Ja. Redet er Quatsch? Sag's ruhig. Ich würde überhaupt, ich habe eine andere Meinung dazu. Ja, dann hau mal raus. Wer Quatsch redet, muss jetzt jemand anders entscheiden. Also ich würde zum taktischen Beispiel sagen, ich würde nicht sagen, dass die Taktik gegen Stuttgart per se Quatsch war. Es war halt, du kannst die Taktik so nicht spielen mit dem Spielermaterial, also mit den Spielern, die du aufstellen musstest, weil du kein Personal hast. Du hast eigentlich gegen Stuttgart eine Viererkette zu spielen, die in enger Manndeckung zu nehmen, ist eigentlich keine schlechte Idee. Mhm. Das Problem ist halt nur gewesen, du hast halt Undav, der halt immer wieder aus der Doppelsturm rausgefallen ist. Und dann hast du mit Hasebe einen sehr, sehr alten Sechser, der das einfach mit der Laufstärke nicht leisten kann, ihn dann aufzufangen. Das hat einfach nicht funktioniert. Du hast versucht, flach aufzubauen, und das hat so in zwei, drei Szenen, also ich erinnere mich an den einen Knauf-Vorstoß, zieht quer durch die Mitte, du läufst 3-2 aufs Tor, Knauf tritt auf den Ball und der Ball bleibt liegen und er läuft weiter. Also es gab Momente, die gut funktioniert haben, aber effektiv ist ein Buta nicht spielstark genug für diesen Aufbau auf rechts. Ein Knauf kannst du eigentlich spielerisch, werd kein Fan von Knauf auf rechts. Also wir hatten uns vor der Sendung schon ganz kurz, wann hat Frankfurt das letzte Mal einen Rechtsaußen gekauft, einen richtigen Rechtsaußen? Stefan Aigner 2012, das ist Jahre her. Der ist 2014 oder 2015, glaube ich, gegangen. Seitdem ist der ersatzlos, einfach gibt keinen Rechtsaußen wirklich. Und da muss man halt auch, also da bin ich eher dabei zu fragen, okay, Krösche hier, was soll der Kader? Also was soll das? Warum hast du keinen Sechser-Backup für Skiri? Oh, man hat meinen Jakic weggegeben noch. Ja gut, den hatte man in der Hinrunde und der hat auch nicht gespielt, als Skiri gefehlt hat, weil er es nicht leisten kann, diese spielerische Sechserrolle zu spielen. Ich bin kein großer Fan von Jakic, aber Ich finde, er zeigt in Augsburg dann ganz gut, dass er es kann. Ja, aber es ist ein anderer Spielertyp. Also das ist ähnlich. Also klar. Also ich würde sagen, Jakic hätte uns nicht geholfen jetzt? Jakic würde aktuell personell natürlich helfen, weil das jemand ist, der auf dem Platz steht und laufen kann. Also da bist du in Frankfurt gerade schon gut dran. Nee, da tust du jetzt Jakic auch ein bisschen unrecht. Nein, ich meine es auch gar nicht böse gegen Jakic. Jakic ist ein guter Spieler und es war auch damals für den Wert, für den man ihn bezahlt hat, war in Ordnung als Deal, so ihn zu holen. Und er zeigt in Augsburg, dass er ein guter Fußballer ist, aber er passt in den aktuellen Fußball nicht rein. Er passt in diese Taktik nicht rein. Verliehen. Ja, ich glaube, er soll bleiben, ja. Aber man hat halt einfach, er passt in den aktuellen Fußball nicht rein. Das kann man halt meiner Meinung nach zu vielen Spielern bei der Eintracht sagen, die zu diesem Ballbesitzfußball, du hast halt zu viele Spieler, die einfach auch nicht im Punkto passen nicht gut genug sind. Du hast Knauf schon gesagt, Jakic gehört da sicherlich dazu, du hast schon einen Tuta, wobei ich weiß, der hat gute Passwerte generell, aber er unter Druck sind die Pässe dann auch immer noch mal was anderes. Du hast einen Ebimbe, der gern mal einen schlampigen Pass spielt. Du hast so ein paar Leute in diesem Kader, die gerade unter Druck, gerade wenn Pressing kommt, mit diesem Pressing-Druck meiner Meinung nach nicht unbedingt für diese Idee von Dino Topmüller hundertprozentig funktionieren, aber ich bin total bei dir, was auch die Kaderplanung angeht. Da muss man ganz klar. Also, weißt du, meiner Meinung nach hat er sehr viel gegambelt diese Saison. Er hat gegambelt mit dem Trainer. Ne, du hast einen komplett unerfahrenen Trainer geholt in einer Phase des Umbruchs. Das war ein Gamble. Du hast jetzt im Winter wieder gegambelt auf mindestens drei oder vier Spieler, die jetzt nicht voll im Saft stehen, sage ich mal, sondern wo du gedacht hast, okay, wenn das klappt, wird's richtig geil. Ja, wenn ja, aber das ist aber da waren viele so What-Ifs. Da waren viele What-Ifs. Du holst viele Spieler. Krösches Vision ist vor allem Geld zu generieren. Genau. Du holst Spieler, die möglichst unterwert sind, Top-Talente, die dir viel Marge geben. Und da hast du dann halt nicht eben wie Leverkusen, die halt sagen, okay, uns fehlt jetzt dieser Sechser, dieser Taktgeber. Und dann sagen sie, für einen 30-jährigen Chaka bezahlen die, ich weiß nicht, was sie bezahlen, ich glaube 15 Millionen oder sowas an Arsenal bezahlt, der wird auch ordentlich verdienen. Und dann ist der da und der führt diese Mannschaft. Und dann hast du ganz viele Junge drumherum, die dir bestimmt auch noch viel Geld bringen. Aber diesen Führungsspieler hast du drinne. Das macht Frankfurt halt nicht momentan. Und das ist der Fehler, der für mich bisher noch da ist und den ich wo ich die Lösung bei Krösche bisher noch nicht gesehen habe. Ja, man hat einen Götze geholt, aber das war ja auch eher so ein, war halt günstig verfügbar und passt rein. Götze, Robin Koch, so
So. Ja, aber Koch war ja auch sowas, der, du hast den ablösefrei gekriegt, den musst du machen. Ja. Es ist auch ein guter Transfer. Und mit Skiri auch. Und wenn du dann. Aber Skiri war ja auch ein direkter Ersatz für So, ne? Also, das muss man ja auch sagen. Du hast ja auch immer auf der Abgabenseite auch wieder Spieler gehabt. Aber es stimmt schon, die Eintracht ist, und das ist ja auch so ein bisschen, was man bei den Fans gerade so merkt, so eine sehr Ernüchterung, es fehlt so ein bisschen die Identifikation, es fehlt die Emotion, es fehlt irgendwie so die Leidenschaft. Und das sind ja auch so die Grundtugenden. Das ist ja auch das, was halt Dino Topmöller auch in der Kritik steht, dass da irgendwie, ja, dass der Fußball einfach wirklich überhaupt keinen Bock macht. Das hat jeder, der sich jetzt in dieser Saison mehrere Eintracht-Spiele angeguckt hat, der denkt sich ja nur, okay, warum tue ich mir das eigentlich an? Das ist ja wirklich ganz, ganz furchtbarer Fußball. Und das Hauptargument von den Leuten, die pro Dino Topmöller waren, war ja immer, wir sind auf Platz 6. Aber das wird ja höchstwahrscheinlich nicht so bleiben. Jetzt kommt am Freitag das große Aufeinandertreffen gegen Augsburg. Man hat jetzt von Frankfurter Journalisten ja schon so aus dem Umfeld gehört, dass angeblich, also es schreibt die Frankfurter Rundschau, hat es geschrieben, Christopher Michel hat es geschrieben. Kicker hat es auch geschrieben. Kicker hat es geschrieben, dass die Mannschaft nicht mehr hinterm Trainer steht. Das sind dann so, wenn das die Journalisten in Frankfurt über die Eintracht schreiben, die normalerweise sehr pro, also die pflegen immer ein gutes Verhältnis zur Eintracht, die sind gerne da auf der Pressetribüne, sag ich mal so. Wenn die dann sowas schreiben und damit auch so einen gewissen Konfrontationskurs mit dem Verein und den Verantwortlichen im Verein gehen, dann, das hat man bei Glasner letzte Saison auch ähnlich gehabt. Das hat man bei, wie heißt euer Ex-Trainer? Schaf? Thomas Schaf hat man das auch schon gehabt. Oh Gott, aber das sind so Stimmungen, die du schon teilweise kennst aus Frankfurt und dann ist da vielleicht auch ein bisschen mehr dran, als man weiß. Man ist immer schwer zu sagen als Außenstehender. Aber ich glaube, wenn jetzt am Freitag die Eintracht gegen Augsburg nicht gewinnt, dann wird es nicht nur ultra schwer, gegen diesen sechsten Platz zu halten, sondern dann wird es ungemütlich in Frankfurt. Sowohl für Krösche als auch für Topmöller, als auch für die Spieler. Ja, aber Krösche hat ja gerade verlängert, also der braucht sich ja gar keine Sorgen um irgendwas machen. Ja, aber trotzdem, also das ist, er ist am Ende auch trotzdem in der Verantwortung. Ne? Ich finde es ein bisschen zu kritisch. Klar ist das nicht schön anzuschauen und die Ergebnisse bleiben auch zuletzt aus. Ist keine gute Saison. Aber man ist auf Platz 6 und du musst einen Krösche nicht nur am sportlichen Status quo bewerten, sondern das, was du gerade gesagt hast. Also, wo kommt denn die Eintracht bitte her? Vor ein paar Jahren hat man Relegation gespielt. So, und jetzt bist du wirtschaftlich einer der gesündesten Vereine der Bundesliga und hast auch die Möglichkeit, noch zu reagieren und auch vielleicht mal ein bisschen ins Risiko zu gehen. Und das musst du ja am Ende bewerten. Also ich finde es völlig deplatziert, über einen Krösche zu diskutieren. Du kannst eher sagen, okay, muss der Trainer vielleicht in Frage gestellt werden, muss hier und da noch ein bisschen was gemacht werden. Aber die Entwicklung aber Krösche von, hat ja den Trainer welcher Verein hat denn Stuttgart, ne? Die haben jetzt eine geile Saison. Aber so welcher Verein hat denn so eine Entwicklung in den letzten Jahren vorzuweisen? Im Vergleich mit Eintracht Frankfurt. Ja, aber das geht ja nicht allein auf Krösche zurück. Also du kannst ja auch argumentieren, dass es trotz Krösche passiert ist. Ja, also ich bin noch persönlich kein Fan davon. Kolomoani ist nicht auf Krösches Mist gewachsen und der ist enorm für die Wirtschaftlichkeit momentan verantwortlich, der Transfer. Also, richtig, ja. Hat den Typen rausgeschmissen, der Kolomoani gesucht hat, also gefunden hat. Also ich finde das ein bisschen schwierig und dieses Platz 6. Du kannst ja nicht einen Status quo bewerten. Wenn die Eintracht Platz 8 ist mit dem fünftgrößten Etat der Liga, mit so viel Kohle auf der Tasche, finde ich, kann man durchaus enttäuscht sein. Ja. Da spielt auch keine Rolle, ob sie vor 6 Jahren sonst wo gespielt haben. Also, ja, aber sie haben viel Kohle auf der Tasche, aber sie haben ja noch nicht viel Kohle ausgegeben. Also im Vergleich zu dem, was sie eingenommen haben. Also ich finde generell, der Kader wird besser gemacht, als er ist. Also ich finde den Kader sowohl in der Qualität, du hast sehr viel Talent, wirklich sehr viel Entwicklungspotenzial. Ganz viele Spieler werden irgendwann mal für viel mehr Geld gehen, als sie gekommen sind. Aber jetzt gerade ist der Kader nicht so gut, wie getan wird. Weil es halt auch, und das finde ich eigentlich eher positiv, so ein bisschen nachhaltig gedacht ist. Also du kaufst halt dann auch wiederum nicht jetzt viele Spieler, die jetzt Leistung bringen, sondern auch viel Potenzial in die Zukunft. Du versuchst es so ein bisschen zu machen wie Leverkusen. Immer so 1-2 Jahre in Bahoya zum Beispiel jetzt geholt. So 1,5 Jahre im Voraus geholt, so ein bisschen bevor er jetzt wahrscheinlich explodieren wird oder wenn er überhaupt. Also da ist man so ein bisschen schon auch am Taktieren, glaube ich. Das ist ja auch vollkommen cool. Aber du hast die Saison de facto
da durch diese Transfergebärden hergeschickt. Du kannst, gut, Ekitike kann man jetzt diskutieren, was man will, aber für mich, den Kreuzbandriss von Sascha Kalajdzic kannst du ja, also, den kannst du nicht vorhersehen. Und klar, der hat eine Verletzungshistorie, aber also, dass der sich das dritte Mal in ein paar Jahren ins Kreuzband reißt, ist halt auch nichts, wo ja, du das sagen Kreuzband kannst. Vielleicht nicht, aber guck dir die Verletzungshistorie von Kalajdzic an. Der hat klar. in seiner Karriere mehr verletzt, als er gespielt hat. Ja klar, aber jetzt schau dir mal an, wie cool der Impact von Kalajdzic im Winter war. Der ist gekommen und es war sofort cool. Also der hat sofort einen Unterschied gemacht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, die letzten Spiele mit Kalajdzic vorne drin, wäre schon ein ganz anderer Fußball gewesen. Und ist dann halt einer von vielen, nicht? Ja, natürlich. Aber ich meine nur, weil er vorher meinte, das Wintertransferfenster ist ein bisschen vergleich, die Zukunft den Platz verspielt. So, man hat schon auch, es war schon auch dieser eine Transfer dabei, der dir irgendwie diesen Platz sichern sollte. Mhm. Mit Ekitike dann wieder jemanden geholt, der eigentlich eher in die Zukunft geblickt, dann im Sommer für Kalajdzic übernehmen sollte. Also das ist immer Mohani, Boré und Alario abgegeben. Ja gut, aber Alario hat keine Rolle gespielt. Ja, aber trotzdem, du hast drei Stürmer. Ja, und für das Boré hast du mal Musch geholt. Lass mich mal ausreden. Die haben drei Stürmer gehabt, die ja ursprünglich mal für den Kader geplant waren. So, und dann musst du doch, wenn du diese Spieler, aus welchem Grund auch immer, aus Leistung oder welchem Grund auch immer, wenn die nicht mehr im Kader sind, musst du ja für Ersatz sorgen. Das wurde nicht gemacht. Du hast drei Stürmer, die ursprünglich geholt wurden. Alario hat ja viel Geld gekostet für die Eintracht. War ja ein Top-Verdiener auch in der Eintracht. Du hast drei Spieler geholt, die eigentlich, wo alle, wir haben alle damals, ich habe selber gesagt, Alario, genialer Transfer, das stellt uns in der Breite richtig gut auf im Sturm und so weiter. Und dann gibst du die alle ab und dann holst du einen Kalajdzic und einen Ekitike. Einen Ekitike brauchen wir nicht sprechen, der wird irgendwie 2026 vielleicht genug Luft haben, um 90 Minuten zu laufen. Und dann holst du einen Kalajdzic, ja, das war eigentlich eine gute Idee, aber ein Gamble, weil er sehr verletzungsanfällig ist. Ich finde, man kann da Krösche nicht sagen, dass das erst recht in der Nachbetrachtung ein gutes Transferfenster war. Um euch dazwischen euch zu vermitteln, so ein bisschen. Versuchen zu vermitteln. Mentor. Weil natürlich die Idee der Eintracht ist ja grundsätzlich erstmal so einen Umbruch zu starten. Das ist ja das, was ja auch Kröscher gesagt hat. Wir müssen, wenn wir halt langfristig Europa spielen wollen, müssen wir auch über die Bundesliga regelmäßig in diese Top 6 reinkommen. Weil, sind wir mal ehrlich, die Eintracht hat jetzt in den letzten Jahren immer Pokal gespielt, aber halt, weil sie in den Pokalwettbewerben so geil war. Deswegen sind sie in die Europa League gekommen, deswegen sind sie in die Champions League gekommen, aber in der Liga waren sie in den letzten 10 Jahren einmal Platz 5, war das, glaube ich, mit unter Hütter. Sonst immer nur darunter. Und dieser Umbruch, den versuchen sie jetzt so langsam ranzubekommen, gleichzeitig halt ihrem Ding treu zu bleiben mit den jungen Spielern. Mit Dino Topmann als einen Trainer geholt, der das bringen soll. Und dieser Umbruchsphase, die ist natürlich ein bisschen Schmerzen. Aber was natürlich jetzt, da bin ich dann so ein bisschen bei dir, Etienne, was man so momentan nicht sieht, ist so eine Entwicklung. Also, dass man halt merkt, okay, dieser Umbruch wird halt genutzt, damit halt diese Entwicklung vorangetrieben wird. Und wenn du jetzt am Wochenende das vergleichst mit dem, wo VfB Stuttgart ist, fußballerisch. Klar, die haben ein bisschen mehr Zeit da gehabt, die haben das ein bisschen hingewogen, aber Sebastian Hoeneß ist da auch nicht seit 5 Jahren. Und der Kader, für den Kader haben sie auch nicht jede Menge Geld ausgegeben, sondern das ist dann schon sehr, sehr schwierig dann zu sehen, wie halt der VfB Stuttgart die auseinandernimmt. Und dann guckst du dir die erste Elf an von Frankfurt, dann habe ich schon fast schon ein bisschen Mitleid mit Dino Topmöller. Weil, was willst du da anders machen? Du kannst auch jetzt nicht unbedingt taktisch anders spielen in diesem Spiel, weil du hast halt einfach niemanden. Du hast keine Außenverteidiger für die Rollen, die ja, du doch, da... Ja doch, ich glaube, du hättest schon ein bisschen was anders machen können. Ja, also, ich habe es vorher schon angedeutet, ich fand die generelle Taktik sogar gut. Also, ich fand es wirklich, die Idee, wie man gespielt hat, ist eine Idee, wie man gegen Stuttgart spielen kann, nur halt nicht mit dem Personal. Aber du hättest ja andere Möglichkeiten gehabt. Letzte Woche hat Nnamdi Collins Rechtsverteidiger gespielt. Der hat es auch nicht super gemacht, aber er wäre für diese Rolle gegen Führich deutlich besser geeignet gewesen als im Wouter. Ich glaube, Collins wäre von Führich aufgefressen worden. Der ist taktisch noch so roh. Ja, kann man aber wurde auch aufgefressen. Also so ist jetzt nicht. Ja, gut, und dann entwickle ich halt lieber die jungen Spieler. Also da bin ich dann ganz klar der Meinung, ich hätte Elias Baum da gestartet, mal ganz von abgesehen. Aber das ist meine persönliche Vorliebe. Ja, er hat ja diese Saison schon, 37 Spieler eingesetzt, Dino Topmöller, spricht ja auch eine deutliche Sprache. Also er ist mit dem Kader halt auch offensichtlich einfach nicht zufrieden. Ja, aber was wird denn dann? Er setzt einen Elias Baum ein, der ja eigentlich auch gar nicht geschlecht gespielt hat, dann taucht er nie wieder auf. Das habe ich nicht verstanden. Das sind ja auch so Sachen, also es tut mir leid, ich kann Dino Topmöller überhaupt nicht in Schutz nehmen. Ich kann auch Markus Krösche nicht in Schutz nehmen, aber ich weigere mich hier zu sitzen und der hat 42 Pflichtspiele und ich habe jedes einzelne, inklusive die Testspiele gesehen. Und es ist absolut nichts besser geworden seit dem ersten Testspiel, das ich unter Dino Topmöller gesehen habe. Kein einziger Spieler, mit Ausnahme vielleicht für
für Mamouche, aber der wäre wahrscheinlich auch ohne Topmöller und unter Frieder im Funkel besser geworden. Ansonsten hat er keinen einzigen Spieler verbessert. Was kann die Eintracht denn gut? Sie kann nicht passen, sie kann nicht Standard, sie kann nicht pressen, sie ist defensiv nicht stabil. Sie kommt nicht gut über die Außen, sie kann keine langen Bälle. Was kann die Eintracht? Nichts kann sie. Gar nichts Standards kann sie. Außer seit Dezember auf dem Platz 6 sitzen, weil Augsburg, Freiburg und Hoffenheim zu dumm sind. So. Warum willst du mich jetzt unterbrechen? Ich würde kurz nur reinwerfen zu Spielern, die besser geworden sind. Ein Hugo Larsson, der eine sehr gute Saison spielt, der Anfang der Saison Probleme hatte. Sich wegen Dino Topmöller oder trotz Dino Topmöller? Ja, gut, die Diskussion kannst du bei jedem Talent führen, oder? Also. Nee, lass die doch mit Hugo Larsson. Wir können doch jetzt schon nicht den Hahn kommen. Hugo Larsson war in der Hinrunde besser als in der Rückrunde. Jetzt haben wir ihn auf Betriebstemperatur. Hugo Larsson war in der Hinrunde besser als in der Rückrunde. Er hat in der Hinrunde auch konstant neben Elias Skiri gespielt. Du hast gesagt, der Kader vom VfB ist gar nicht so viel besser als der Eintracht. Aber nee, das habe ich nie gesagt. Das ist nicht so viel, ich möchte mal an der Stelle ganz kurz mal betonen, ich habe nebenbei vorhin mal aus dem anderen Grund mir die Marktwerte die haben eine Marktwertsteigerung laut Transfermarkt von 180% für den Kader. Stuttgart. Das kann doch niemand mir in dieser Runde und da draußen allen Ernstes erzählen, dass er das vorausgeht. Ich finde das immer so lächerlich, die Marktwertsteigerung, die sind einfach gut, die gewinnen Spiele. Das korreliert halt sehr gut damit, dass das meine ich doch. Aber es ist ja nur mal eine Kennzahl, an der du festmachen kannst, wie toll sich eine Mannschaft gesamt entwickelt hat. Und das kann niemand voraussagen, dass ein Kader sich um fast 200% Marktwert steigert. Also bei Transfermarkt steigen die Marktwerte, weil die Ergebnisse da sind. Ja, natürlich. Nicht andersrum. Mhm. Also, ich will damit sagen, niemand konnte voraussagen, weil dir immer erzählt, Frankfurt, die hätten ja auch Stein und Leverkusen. Nein, das ist einfach als Momentum, das Stuttgart und das Leverkusen hingekriegt haben, das Frankfurt halt nicht hingekriegt hat, was Transfer angeht. Es hätte aber auch genauso gut andersrum sein können. Und das gab es ja in den letzten 5 Jahren gefühlt. Also für mich ist ja Frankfurt die Truppe, wo ständig Stürmer auftauchen, die auf einmal die Liga auseinanderbomben in den letzten Jahren. Ja, aber bei Stuttgart zum Beispiel würde ich sagen, klar, du hast Guirassy und Undorf, was insane ist. Also zwei so Stürmer in der Mannschaft zu haben, hat bisher. Frag mal in Köln, die was letzten die von Male eigentlich immer nur Frankfurt. Frag mal in Köln, was die von Guirassy halten so. Aber also bei Stuttgart würde ich halt auch sagen, so ein bisschen wie bei Leverkusen, die Transfers waren auch einfach clever. Also einen Angelo Stiller zu holen, der ja wirklich, also Sebastian Hoeneß kennt ihn schon lange und der hat ja gut bei Hoffenheim hat er so semi gut funktioniert unter Hoeneß, aber das ist ja wirklich genau der Spieler, der auch diese Rolle, die Hoeneß da haben will, genau spielen kann. Das ist einfach ein extrem cleverer Transfer. Und der kostet dann nicht viel Geld. Und ein Maxi Mittelstädt, dass der als Linksverteidiger da, dass er so funktioniert, wie er jetzt spielt, dass er sich in der Nationalmannschaft spielt, hätte ich niemals vorhergesagt. Aber dass es ein besserer Spieler ist, als er bei Hertha gezeigt hat, überrascht ja auch keinen. Ich finde aber Stuttgart natürlich auch einen gewissen, nee, nicht Gamble ist vielleicht übertrieben, sondern sehr viele Leihspiele auch, wo du halt auch gucken musst, wie du das letztendlich dann. Also es wird natürlich auch Geld kosten, den Kader überhaupt so zu halten. Klar, sie kriegen Champions League-Kohle. Aber es ist natürlich auch Wir haben natürlich die Nübel-Geschichte jetzt eingetütet, was für sie, glaube ich, super geil ist. Diese Geschichte, dass ein Ist auch nur geliehen. Ja, aber der ist jetzt 2 Jahre noch bei der 2 Jahre. Da haben wir die Position erstmal ausgelöst. Nübel kann da greifen und dann vermutlich wechseln. Dann eine relativ günstige Ausstiegsklausel fahren. Also Undorf ist nur ausgeliehen, also das heißt mit Kaufoption oder ohne? Ich meine, sie haben eine Kaufoption tatsächlich. Auf Undorf? Ja. Ich glaube ja. Glaub ich nicht. Deutsche Medien haben gemeldet, der hat eine Kaufoption. Trainer von Brighton hat neulich gesagt, der kommt im Sommer wieder. Also ja, weiß man nicht so genau. Weiß man nicht, stimmt. Aber es hieß mal irgendwas um die 20 Millionen oder so, um den Dreh wäre eine Kaufoption. Das ist er dann ja auch wert, so wie er jetzt gespielt hat. Da ist die Champions-League-Kohle schon weg. Das, ja, na klar, aber mal gucken, wie die sich aufstellen. Du hast jetzt Porsche, die da reingegangen sind. Das ist die Champions-League-Kohle, muss man mal schauen. Aber ich sehe eher, und das ist jetzt so der Vergleich zu Leverkusen, weil das die beiden Überraschungsmannschaften der Saison sind, nicht nur von der Platzierung her, sondern auch von der Art und Weise, wie sie Fußball spielen, wie sie sich entwickelt haben im Vergleich mit der jeweiligen Vorsaison. Und da sehe ich halt bei Leverkusen eher, dass der Kader zusammenbleibt und noch verbessert wird. Und bei Leverkusen sehe ich eher die Gefahr, dass sie ein bisschen auseinanderbrechen könnten, angefangen beim Trainer, der auch bei den Bayern immer noch Thema ist. Aber verlängert hat. Ja, aber das heißt ja nichts, wenn die Bayern anklopfen. Ich habe schon Gerüchte gelesen, von wegen Ausstiegsklausel auch für die Bayern jetzt im neuen Vertrag drin. Ja.
Ich sag aber nur, also, es ist, also wird er sicher, also ist eine Fußball Baustelle. Ist ein dreckiges Geschäft, ja. Aber wer Ende März verlängert und sagt, ich möchte mit dem Verein in die Zukunft gehen und dann zwei Monate später wechselt, das, ja, aber das wäre schon, Nico Kovac-mäßig. Also. Naja, aber okay, um was ist denn, wenn er eine schlechte Hinserie spielt, dann ist der Verein, das ist die andere Seite dann wieder, dann sagt ja. Der Verein, ja, okay, das war's jetzt. Also so ist das halt, das ist gerade der als Trainer, wenn du nicht gerade Frank Schmidt heißt, dann ist oder Christian Streich, dann ist das so. Aber wäre aus Stuttgarter Sicht natürlich bitter. Aber darum geht es ja nicht. Was ich eigentlich sagen will, ist, dass die Wiederholung dieser Saison für Stuttgart schwieriger sein dürfte als für Leverkusen, weil da eben Fragezeichen sind, angefangen vorne im Sturm mit einem Guirassy, mit einem Undav, aber auch eben ein Führig weckt Begehrlichkeiten. Der ist halt auch nicht mehr 20 und kann, wie Wirt, sagen, ja, ich nehme mir noch mal eine Saison. Das sind halt diverse Spieler, die jetzt so krass performt haben. Und wenn dann jemand anklopft und gibt denen einen Vertrag, der sehr viel höher ist, wo sie das Dreifache verdienen können vielleicht. Das ist alles, du hast natürlich recht, ne? Mit all dem, aber du bist jetzt gerade so ein bisschen der Typ, der um 11 Uhr abends auf der Party sagt, oh scheiße, Montag müssen wir wieder arbeiten gehen. So, weil natürlich, die wollen jetzt erstmal in die Champions League kommen und die haben jetzt wieder am Wochenende auch so ein richtig geiles Spiel abgeliefert. Das muss man dann nochmal sagen, was die halt für eine Reife haben und wie sie halt auch diese Fehler ausgenutzt haben von Frankfurt. Also es war nicht so, dass die da im Ballbesitz die Tore rausgespielt haben, sondern Frankfurt hat zwei Fehler gemacht, zack, umgeschaltet und zwei Tore und 2-0, dann haben sie das Spiel, dann war das Spiel beendet quasi. Dann konntest du nach 10 Minuten, konntest du eigentlich, oder wann war es, 17. Minute, konntest du dann die Straßenbahn nach Hause nehmen, weil danach ist nicht mehr viel passiert, sagen wir es mal so. Also ist schon geil, diese Saison von Stuttgart. Und ich weiß nicht, wer es dann bleibt, ist dann auch die Frage natürlich, Champions League, Sebastian Hoeneß hat noch nie ein Team trainiert, das mit dieser Doppelbelastung hatte. Das ist nochmal für einen Trainer auch was ganz anderes. Da musst du dein ganzes Training umstellen, Belastungssteuerung umstellen. Champions League ist dann nochmal eine andere Nummer. 8 Spiele kommende Saison, nicht nur 6. Also da ist halt schon wird schwierig nächstes Jahr. Aber ich glaube, erstmal können sie das weiter die Feste feiern, wie sie kommen. Ja, und es genießen. Also was mir bei Stuttgart so ein bisschen Sorgen macht, ist vor allem das Thema Konstanz. Also klar, sie haben jetzt auch gegen Frankfurt so ein bisschen das Tempo rausgenommen und Frankfurt hat sich auch in der Halbzeit so ein bisschen angepasst. Also sie haben diese Doppelspitze, was ich vorher schon gesagt habe, ganz anders verteidigt. Also sie sind konstant mit rausgerückt und damit haben sie Undav deutlich besser aus dem Spiel nehmen können als vorher. War auch egal. Aber es ist jetzt halt auch nicht das erste Spiel, wo sie so ein bisschen eingebrochen sind. Also Heidenheim hatten wir neulich. Gut, vielleicht so ein bisschen Freakspiel auch. Aber Leverkusen auch zweimal die Saison eigentlich schon. Oder dreimal sogar, glaube ich, wo sie eine Halbzeit besser waren, die zweite dann doch nicht mehr. Also es ist so ein bisschen fehlt mir schon bei Stuttgart auch die Konstanz über das ganze Spiel, über die 95 Minuten dann. Und jetzt hast du schon wieder zwei verletzte Stürmer, ne? Oder ich find's so lustig, wenn man über Stuttgart gerade das Haar in der Suppe sucht, bei dem Auftritt, den die diese Saison starten, darüber spricht, dass der Kader also, ja eventuell, boah, nein. Was da alles weggehen kann. Guck dir das an, wie der VfB Stuttgart zum Saisonbeginn ausgesehen hat. Ich meine nur, wenn da ich spielerisch. Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber gerade, ich bin voll dabei, was Tobi gerade gesagt hat, so, die spielen einfach auch, das ist die zweite, wer zählt hier immer auf, welche Mannschaften glücklich sind in der Bundesliga? Das sind die beiden Mannschaften, wo auf jeden Fall grüner Bereich ist. Die haben noch 5 Spiele und die können 3 davon verlieren. Und sind trotzdem in der Champions League. Ich wollte sagen, sagen wir es mal, die sind in der Champions League. Also, ja, die können, wer soll den einholen? Dortmund? Also. Völliger Wahnsinn, weil Dortmund und Leipzig spielen ja auch noch gegeneinander. Ja, genau. Ja. Leipzig, Dortmund spielt auch gleich mit den Bayern. Also, ja, letzte Saison Relegation und jetzt sind sie erzähl mal, ein VfB Stuttgart-Fan, den wir alle kennen, im Mai letzter Saison. Du bist im April 24 bist du punktgleich mit Bayern München. Und dann lass mal nicht darüber reden, dass denen die Konstanz fehlt oder ob der Kader auseinanderbricht. Aber ich glaube, wenn die sich wieder auf Platz 6, 7 zurückschrauben müssen in der nächsten Saison. Aber meinst du nicht, dass die Stuttgart-Fans sich auch diese Frage stellen, wie die Mannschaft in der nächsten Saison aussehen wird? Ja klar, das tut ja jeder. Aber ja, ich glaube, die Fallhöhe ist halt, das klingt alles wirklich sehr negativ gerade. Und ich glaube, die Fallhöhe ist ja eine ganz entscheidende dabei. Nee, das klingt überhaupt nicht negativ, ganz im Gegenteil. Ich sitze hier zu, das klingt negativ. Nee, das klingt, ich habe einen Vergleich gezogen zu Leverkusen. Es geht darum, und das ist oft so bei Mannschaften, dass die Schwierigkeit ist, wenn du dann einen Überraschungserfolg hast, den zu wiederholen. Und diese Mannschaft zusammenzuhalten. Und das ist ja eine große Herausforderung. Du willst ja nicht eine Wahnsinnssaison haben, über die du dann für den Rest deines Lebens erzählst, während deine Kinder oder deine Enkelkinder am Lagerfeuer mit dir sitzen. Yeah. Sondern du willst da ja drauf aufbauen und möglichst lange versuchen, auf so einem Niveau zu kicken. Ja, aber da bin ich dann mal. Achso, bist du fertig? Nee, weil du so. Ja, ich warte darauf, dass ich einsteigen kann. Ja, dann steig mal ein. Weil dann bin ich der Partycrasher und sag,
das wird nicht passieren. Die Mannschaft wird auseinanderbrechen. Das wissen wir alle. Dazu sind die zu gut. Dazu sind zwei davon werden irgendwann zu Bayern München wechseln. Zwei, drei, entweder müssen sie so wechseln zurück nach in die Premier League. Das wird passieren, weil Stuttgart nicht das Fundament hat, trotz Investoren drumherum, um das mal einfach so wegzustecken, wie es jetzt Leverkusen mal ganz kurz gezeigt hat. So. Selbst Leipzig und Dortmund passiert das. Ja, aber das haben wir doch gesagt. Ja, wie du beschreibst, aber ich habe nur darauf jetzt reagiert. Ja. Aber ich verstehe schon. Ich meine, das Ding ist halt, die Schwierigkeit ist es ja, wenn du in der Champions League bist, du willst dann natürlich in der Champions League so weit wie möglich kommen, weil da auch die fette Kohle ist. Und diesen Spagat zu haben, das hat ja auch die Eintracht gehabt, als die Champions League gespielt hat. Einerseits einen Kader zu haben, der so ein bisschen Champions League mitdaddeln kann, also natürlich keinen richtigen Champions League-Kader. Aber gleichzeitig hast du nicht, du kannst die Gehaltsspirale jetzt nicht nach oben schrauben, weil du nicht weißt, ob du jemals wieder Champions League spielst. Und das ist halt schwer für so Vereine wie, egal ob das in Frankfurt, ob das in Stuttgart, egal wer da sich mal, Union hatten wir, die da sich mal so oben reinzwacken für eine Saison. Es ist unheimlich schwer daraus, dann einen Verein zu formen, der zumindest langfristig um die Top 5, Top 6 dann auch mitspielt. Weil die ersten vier Plätze werden auf Jahre hinweg einfach an vier gewisse Vereine vergeben sein. Wenn und noch mal 100%. Und ich seh das ja auch so. Und ich will das nur positiver konnektieren. Das war das, was ich eben kurz ausführe. Weil ich glaube nämlich, wenn du Stuttgart dann jetzt erzählst, nächsten fünf Jahre spielt ihr irgendwo zwischen Platz 6 und Platz 10 mit, unterschreiben die. Und das machen sie bei Union auch. Ich glaube nicht, dass Union Berlin, natürlich denkt die Union Berlin gerade, wird eng, hoffentlich schaffen wir das, aber dann machen die einen Strich drunter, gehen die letzten fünf Jahre durch und sagen, okay, nächstes Jahr sind wir wieder auf dem einstelligen Tabellenplatz und das ist auf jeden Fall mehr, als Union vor fünf Jahren noch haben wollte. Und das ist ja das, was Stuttgart gerade hat. Und wenn sie das positiv hinkriegen, dann ist auch egal, wenn vier Leute gehen, dann kommen vier neue. Wollen wir positiv über den Stuttgarter Kader reden? Nee. Ich muss jetzt mal hier abbrechen. Wir müssen jetzt mal langsam ein bisschen ins Tempo reinkommen. Es tut mir leid, dass ich dich jetzt hier so abwürge. Wir sind zwei Spiele. Wir müssen jetzt mal ins Tempo reinkommen, Leute. Wir müssen ins Tempo reinkommen. Zurück zur Eintracht. Interessieren dich wirklich, also hast du dir allen Ernstes aus voller Inbrunst Darmstadt gegen Freiburg angeguckt? Nein, wir gehen jetzt erstmal zu Freiburg. Hab ich doch gesagt gerade. Stimmt. Hast du gesagt, ne? Ich dachte, du willst mir weggaloppieren. Wir wollen ja natürlich jetzt über Freiburg, das war ja eigentlich das Double Feature, was wir mal quasi eingeläutet hatten hier. Und deswegen würde ich gerne direkt tatsächlich über Freiburg sprechen. Und nicht nur unbedingt jetzt über diesen Pflichtsieg in Darmstadt, der knapp war. Könntest du natürlich auch nochmal drüber sprechen, gerne. Aber auch so ein bisschen, was du glaubst, wo Freiburg am Ende der Saison sich vielleicht eintrudeln wird. Ja, das interessiert mich auch voll, weil ich frage mich auch schon so ein bisschen, bei Freiburg läuft es ja nicht. Ich habe mir das Spiel angeguckt, 90 Minuten Darmstadt gegen Freiburg. Ja, war kein guter Auftritt von Freiburg. Also wenn der Gegner nicht Darmstadt gehießen hätte, wäre das Spiel 3-0 ausgegangen. Nein, müssen wir ganz ehrlich sein. Die haben halt so viele Fehler im Mittelfeld gemacht, dass der Gegner hieß halt Darmstadt, da kannst du das machen. Tut mir super leid für Darmstadt. Aber ja, was läuft da schief? Warum läuft das diese Saison auch da so unrund? Das ist ja so ein bisschen auch. Man kriegt das nicht so mit, weil Freiburg natürlich nicht so der Standort ist. Man sagt sich dann, ja, ihr seid doch Achter, was meckert ihr denn rum? Aber es ist auch zuletzt viel Krampf, oder? Ja, es ist immer so ein bisschen, es ist einfach eine so ein bisschen eklige Saison, weil man wirklich massives Verletzungspech hat. Also alles, was man über Freiburg diese Saison sagt, kann man mit Verletzungspech erklären. Christian Günther, der sich zweimal den Arm bricht und dann, beziehungsweise, ich glaube, bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, wie es war. Jedenfalls hat er in einer der beiden Brüche eine Infektion, die ihn die komplette Hinrunde rauswirft. Philipp Lienhardt seit Dezember, man muss dazu sagen, Philipp Lienhardt und Matthias Ginter, das Innenverteidiger-Duo, hatte von Saisonbeginn so ein bisschen Probleme. Die sind nicht ganz so gut gewesen wie die letzte Saison, ohnehin schon. Aber dann ist Lienhardt seit Dezember raus, wurde jetzt operiert. Kenneth Schmidt, junger Innenverteidiger, der nachrücken sollte, auch nicht funktioniert und verletzt. Matthias Ginter plagt sich auch mindestens seit Dezember mit Achillessehnenschmerzen rum, wurde jetzt auch operiert. Also man hat wirklich massive Probleme, diese Abwehr sinnvoll zusammenzuhalten. Dazu hat man sich im Sommer entschieden, einen jungen Torhüter aufzubauen, der eigentlich eher Sicherheit bräuchte, der eigentlich eher eine funktionale Innenverteidigung, eine funktionale Abwehrkette bräuchte, um sich perfekt zu entwickeln, um mit denen eine Symbiose aufzubauen. Und das funktioniert einfach alles nicht. Und das wirkt sich sehr auf die komplette Mannschaft aus. Also man merkt, der Spielaufbau fällt weg, beziehungsweise ist einfach ganz anders. Jetzt hat man zuletzt immer wieder Yannick Keitel, eigentlich gelernter Sechser, hat früher, glaube, er hat in Testspielen ein-, zweimal Innenverteidiger gespielt, aber so richtig auf Profiniveau Innenverteidiger hat er eigentlich noch nie gespielt.
ist aktuell jetzt irgendwie gesetzt, obwohl er Fehler macht, weil er der Einzige ist, der defensiv diesen Spielaufbau ankurbeln kann, regeln kann. Daneben mit Manuel Gulde halt jemanden, der ist super solide, ein toller Kerl, der immer wieder einspringt und das immer wieder ordentlich macht, aber halt fußballerisch einfach diesen, einfach, also Ginterliner ersetzen ist sowieso schwierig, aber der kommt nicht mal ansatzweise daran ran, es zu ersetzen. Und das ist halt wirklich, darauf fußt sehr, sehr viel Probleme. Dann hast du Abstimmungsschwierigkeiten dazwischen, du hast auch so ein bisschen Tempodefizit in der Abwehr, der dann dazukommt mit diesen Kandidaten. Und das macht es halt wirklich sehr, sehr schwer, diesen Fußball zu spielen, den Freiburg zuletzt gespielt hat. Weil Freiburg ist ja nicht mehr so dieses Pressen und Treten, was man vor 5 Jahren so erfolgreich gemacht hat, womit man jetzt irgendwie sich in der Bundesliga etabliert hat, sondern ist die letzten 1-2 Jahre wirklich so ein bisschen in mehr Ballbesitz, mehr Spiel mit dem Ball, kultivierteres Spiel reingegangen, wo es auch einfach wichtig war, diese Spieler zu haben, die diese Elemente machen. Und jetzt muss man halt aktuell den Spagat finden zwischen den langfristigen Plan beibehalten, Talente entwickeln, dieses Spielsystem beibehalten und halt auch ein funktionales Spielsystem im Sommer an Julian Schuster zu übergeben, der ganz neu ist, neuer Cheftrainer, noch nie trainiert hat irgendwo und irgendwie eine Basis braucht. Hast du das Gefühl, dass gleichzeitig hier, sorry, dass ich da reingrätsche, aber ich habe schon das Gefühl, dass sie momentan sehr stark auf, wir wollen jetzt irgendwie noch die Saison zu Ende bringen, wir wollen jetzt irgendwie, das, du gehst ja auch nach Darmstadt und gehst halt voll auf Ergebnis. Also du gehst ja wirklich volle Möhre auf Ergebnis, stellst dann irgendwann auch auf 5-3-2 um im Verlauf des Spiels, also wirklich, dass du sagst, wir müssen dieses 1-0 hier halten, was ja dann auch keine Entwicklung ist in dem Sinne. Und auch bei der Wahl des Personals, so ein Röhl spielt jetzt nicht mehr die Rolle, der setzt ja auch da immer auf die alten Hauding. Jetzt bist du ja momentan nicht so drin, dass du sagst, okay, jetzt gehen wir doch noch mal den Makengo noch mal viel Einsatzzeit, jetzt gehen wir noch mal den, sondern wirklich, dass du deine erste Elf hinbekommst, die irgendwie halbwegs mit Erfahrung und ja, das weg. Es ist halt wirklich gerade der Versuch, den Spagat hinzukriegen. Ja. Also du möchtest in der Liga erfolgreich bleiben, du möchtest eigentlich natürlich auch wieder nach Europa. Also Christian Streich kann sagen, was er will. Natürlich würde er super gerne ein Europa-Team an Schuster übergeben. So, ne? Also natürlich geht es schon auch irgendwie um das Ergebnis und das Spiel gegen Darmstadt. Also wir brauchen über das Spiel nicht reden, das war schrecklich. Also wirklich, es war Katastrophe von beiden Teams. War absolut nicht anzusehen. Ich werde es mir morgen trotzdem im Real Life angucken. Dein Ernst? Ja, ich gucke jedes Spiel von Freiburg und Frankfurt. Ich habe auch Frankfurt heute Morgen auf der Fahrt hierher im Real Life geguckt. 0-3. Wow. Das komplette Spiel oder die schlaue Scouting für 90 Minuten. Es tut mir leid, das nenne ich aufopferungsvoll. Tobi Escher, was macht das mit dir? Ich habe irgendwann ausgeschaltet nach. Was ist denn das Scouting-Feed? Scouting-Feed ist so eine All-22, das ist eine rausgezoomte Kamera, in der du immer alle Feldspieler siehst. Dadurch kannst du, siehst halt Läufe abseits der TV-Kamera. Wie kriegt man das? Tobi, du wolltest mir übrigens noch einen Zugang schicken, weißt du? Es gibt, ich habe das nicht vergessen. Du kannst dir bei gewissen Portalen Zugänge kaufen, also legal, also Wisecout und keine Ahnung, vielleicht kannst du noch mehr sagen. Instat hat es. Ich glaube, da ist das, glaube ich, gar nicht drin. Ich glaube, das ist wirklich von der DFL für die Scouts. Also auch von der DFL. Von der DFL für die Scouts und für die. Also ich krieg's über meinen Job bei der DFL. Ja, warum kriege ich nicht über meinen Job bei der Bundesliga? Weil ich auch nicht habe. Also, hat keiner von uns. Warum haben wir das nicht, ist die Frage, also, Tobias Escher. Warum haben wir das nicht? Lass uns noch ein bisschen über das Spiel reden. Nee, jedenfalls, also das Spiel war schrecklich. Also brauchst du nicht gucken. Mhm. Darmstadt hat auch angefangen mit 8 defensiven Spielern und 2 Mittelstürmern. Also das war schon auch. Darmstadt, tut mir leid, ist jetzt nicht böse gemeint, aber das wird nichts mehr diese Saison. Ja, da fehlt jetzt auch die Überzeugung und diese Leidenschaft, die du noch hattest am Anfang der Saison und offensiv. Die sind auch bis ins letzte Drittel nicht schlecht. Also, aber, ja, aber okay. Darmstadt wackelt so ein bisschen hin und her immer. Die haben ja letzte Woche haben sie zur Halbzeit umgestellt und mit Julian Justwan, der ja eigentlich ein Zehner ist, als Solo 6 und davor 6 Angreifern gespielt oder 5. Ja. Und jetzt diese Woche spielst du mit 8 Defensivspielern und 2 Stoßstürmern vorne drin. Also es ist da auch einfach nicht konstant. Die entwickeln sich nicht, da entwickelt sich nichts in die Zukunft. Ich glaube auch, dass Darmstadt es schwer haben wird, wenn sie absteigen, weil sie der halbe Kader ist geliehen, der halbe Kader gehört ihnen nicht. Und es ist aktuell gar kein Spielsystem vorhanden. Also ich glaube, wenn Darmstadt runtergeht und die werden runtergehen, das wird richtig eklig nächste Saison. Ich glaube, das ist eine schwierige Lage, wenn du halt so jetzt schon drin bist. Die können jetzt nächstes Wochenende schon absteigen tatsächlich, wenn alles schief läuft. Das ist schon, glaube ich, eine sehr, sehr schwierige Situation, dann noch den Fokus zu behalten und da was zu entwickeln. Ja gut, aber du gehst halt mit Lieberknecht weiter. Und dann, also da muss ich halt ganz ehrlich sagen, für mich, um jetzt kurz von Freiburg wegzukommen, für mich ist Konstanz
zum Selbstzweck ist Schwachsinn. Also Konstanz bedeutet, ich möchte einen Weg gehen, ich möchte mich entwickeln, ich möchte den mit diesem Trainer gehen. Mhm. Das bedeutet für mich, dass der Trainer diese Mannschaft in eine gewisse Richtung entwickelt. Ja. Dass der Trainer der Mannschaft eine Taktik mitgibt, die er entwickelt, vielleicht jetzt schon anfängt daran zu arbeiten, wie möchte ich nächste Saison in der zweiten Liga arbeiten. Und das sehe ich halt nicht. Also jede Woche wieder was anderes. Genau. Ich glaube, die haben die ganze Saison noch nicht mit der gleichen Elf zweimal vorher. Aber das haben sie gespielt. Auch, das haben sie auch in der zweiten Liga, das muss man hier fairerweise dazu sagen. Das ist ja also diese Umrechnenkarkeit ist ja, ja aber es ist Teil also, des Deals, den du kaufst, ja. mit Lieberknecht. Ja, aber es ist schon sehr extrem. Ich gehe aber mit. Also man muss Darmstadt natürlich zugutehalten, dass sie, solange sie noch nicht abgestiegen sind, sie alles versuchen und sich mit Klauen und Zähnen wehren. Alles andere wäre dann auch nicht nachvollziehbar. Aber sobald du an dem Punkt bist, dass du weißt, du steigst ab, das wird bald soweit sein, dann ergibt es schon Sinn zu gucken, okay, welche Spieler werde ich überhaupt noch haben? Inwiefern kann ich das schon sagen? Welche Spieler werde ich in der zweiten Liga haben? Und die musst du dann spielen lassen. Weil dann kannst du jetzt schon die Zeit nutzen, dass die sich auch gegen gute Gegner einspielen auf Wettbewerbsebene. Und dann hast du vielleicht in der zweiten Liga auch einen Vorteil, weil du gehst dann eingespielt rein. Du hast Spieler, die schon in der ersten Liga Erfahrung sammeln können. Und klar musst du dann in der zweiten Liga, wenn du direkt wieder hochgehen willst, musst du dich komplett umstellen. Das ist ja die Krux. Als Darmstadt in der ersten Liga bist du immer kompletter Außenseiter, musst dich nur hinten reinstellen und gucken, dass du überlebst. Und in der zweiten Liga musst du Gegner bespielen, die sich wiederum selbst hinten reinstellen und musst da die Lücken suchen, wenn du aufsteigen willst. Und das, da musst du vielleicht dann, verlierst du mal wegen 7-0, ist dann egal, aber du gibst schon Spielern die Chance, sich für die nächste Saison vorzubereiten. Ja. Aber da sind sie ja noch nicht. Ja. Ne? Nee. Muss man auch dazu sagen. Ja, also es ist auch so brutal, wenn du dir eine Saison auch vor Augen führt, dass du in der ersten Liga eigentlich nichts zu suchen hast. Das ist böse gesagt, aber in dieser Saison hat der Darmstadt es nie geschafft, wirklich Fuß zu fassen. Klar haben sie auch Pech gehabt, dass im Sommer wichtige Spieler gegangen sind, aber sie haben es halt nie geschafft, mehr rauszuholen. Und das ist natürlich auch ganz schwer für das gesamte Umfeld. Merkst natürlich auch dann auch auf der Sportdirektorenposition so ein Hin und Her, Hickhack. Es ist ganz, da ist die Stimmung natürlich so komplett im Keller. Ja, es ist halt auch nicht jede Mannschaft Union und auch nicht jede Mannschaft Heidenheim. Klar hat man vielleicht die Hoffnung, also vielleicht haben auch wirklich Darmstädter gedacht, okay, wir reproduzieren das, was Union geschafft hat. Heidenheim hat es ja, also nicht unmöglich, die haben es ja auch mit weniger Möglichkeiten geschafft, aber du hast ja auch zu Beginn der Saison schon gesagt, wo da die Unterschiede sind und das ist, wenn dann Heidenheim schafft. Aber das ist ja auch nochmal das Ding, kommen wir gleich zum nächsten Spiel dann, aber du als Verein, Darmstadt ist natürlich das höchste der Gefühle, dass du in die Bundesliga aufsteigst. Das ist ja das, was du als Fan realistisch träumen kannst. So würde ich jetzt mal behaupten, wenn du Fan von Darmstadt bist. Aber wenn das dann wahr wird und du merkst, ey, das funktioniert so gar nicht. Wir haben das bringt ja gar nichts. Das ist ja schon eine ziemliche Sinnkrise, in die du dann auch fällst. Mhm. Weil du merkst, shit, wir können da überhaupt nicht mithalten. Was machen wir eigentlich? Das Beste, was passieren kann, ist passiert. Ja. Und das ist einfach nur scheiße. Wir werden jede Woche verkloppt. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig, emotional auch zu handeln. Lass uns mal das Restprogramm handeln, was da noch passiert. Und wenn man sich das jetzt einfach mal auf dem Blatt Papier durchliest, dann stellt man fest, Freiburg hat ein sehr leichtes Restprogramm im Vergleich zum Beispiel zur Eintracht. Aber der Zeitpunkt, zu dem man eine Mannschaft bespielt, ist ja auch relevant. Wenn man mal Freiburg guckt, wir haben jetzt Mainz, da würde ich fast, wenn ich die Formtabelle sehe, sagen, Mainz ist fast schon Favorit in dem Spiel. Dann hast du Wolfsburg, okay, dann müssen wir mal gucken, die stecken noch unten drin. Die müssen nur ein, zwei Spiele gewinnen. Für die geht's um noch was. Die sind zwar kacke, aber für die geht's auch noch um was. Ne? Mhm. Dann hast du Köln. Mhm. Wahrscheinlich haben die eine Chance auf Relegationsplatz noch zu dem Zeitpunkt. Also die sind komplett im Wettbewerb. Okay, dann hast du Heidenheim. Und am letzten Spieltag Union. Weißt du nicht, vielleicht geht's für Union auch noch was. Also das sind fast alles Mannschaften, die noch in den Wettbewerb stecken. Und wenn du dann mal nach Frankfurt guckst, dann denkst du, ja, okay, Augsburg, dann hast du Bayern, Leverkusen, Gladbach, Leipzig. Denkst du, ja, okay, fuck, das kannst du vergessen. Aber für die Bayern geht es vielleicht noch um die Vizemeisterschaft. Wenn die in der Champions League sind, musst du gucken, wen die überhaupt ins Rennen schicken. Leverkusen muss man gucken, wie viel Bock die haben, ob die in der Zwischenzeit mal ein Spiel verloren haben und der Rekord, also sozusagen die Serie gebrochen ist und sie vielleicht in kleine Leistungsdelle mal fallen, so, weil die Luft ein bisschen raus ist. Leipzig am letzten Spieltag, kann noch mal interessant werden, wenn sie sich nicht schon für die Champions League qualifizieren. Also das auf dem Blatt Papier hat Frankfurt das viel, viel schwierigere Restprogramm, aber in der Realität vielleicht gar nicht so weit auseinander. Ja, man muss dann eigentlich nur schauen, wie die Ergebnisse in der Hinrunde waren. Mhm. Freiburg hat in der Hinrunde in den letzten, ich bin mir gerade nicht sicher, wie viele waren es, ich glaube, es waren 7 oder 8 Spiele, wo auch
die ganze Zeit gesagt wurde, ja, die haben das super schwere Restprogramm, einen Punkt weniger geholt als Freiburg. Mhm. Also Frankfurt hat in der Hinrunde gezeigt, wir können das. Und eigentlich, sind wir ehrlich, Etienne, die Spiele gegen Bayern, so Kampfspiele, das ist halt Frankfurt eigentlich auch. Ne? Diese Saison vielleicht nicht ganz so, aber in der DNA, wo du als Frankfurter sagst, da habe ich Bock drauf, da kämpfe ich bis zum Schluss, bis mir die Lunge versagt, das sind Spiele. Mhm. Also normalerweise sagt man ja auch immer so, diese Vereine, die sich hinten reinstellen, die tun der Eintracht nicht so gut, also offensive Vereine dann eher besser, aber da war jetzt Stuttgart natürlich kein Paradebeispiel für. Ja, aber also ich habe halt einfach Angst, dass wirklich da was dran ist, dass es in der Kabine nicht stimmt. Und wenn das der Fall ist, dann ist eigentlich fast auch egal, ob jetzt wer jetzt kommt. Weil wenn da wirklich irgendwie irgendwas im Unreinen oder im Argen liegt, dann. Aber das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, das Entscheidende ist jetzt das Augsburg-Ding. Genau. Und das ist nämlich jetzt die Brücke, die wir nehmen. Weil neben diesen beiden Mannschaften, die da noch um die attraktiven Plätze kämpfen, Freiburg und Frankfurt, hast du natürlich Augsburg, die auch ein knackiges Restprogramm haben. Die haben noch Frankfurt jetzt im direkten Duell, Bremen, Dortmund, Stuttgart und Leverkusen. Also das ist ähnlich knackig wie das der Frankfurter. Und die sind aber gut drauf, die haben eine gute Stimmung. Das ist so ein bisschen auch der Unterschied vielleicht zu Frankfurt, dass die jetzt zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren eben nicht bis zum Ende gegen den Abstieg kämpfen, um es dann hässlich auf Platz 14 nochmal zu schaffen, sondern die haben wirklich jetzt die Chance, international zu spielen. Das ist für die eine Riesennummer, die sind gut in Form und die wollen das. Und ich glaube, dass die in dieses Frankfurt-Spiel mit einer sehr breiten Brust gehen und sagen, ey, wir wollen punktetechnisch und vielleicht auch vom Torverhältnis her die Lücke schließen, können ja, glaube ich, mit einem 3-0 werden sie nicht gewinnen, aber sie wären mit einem 3-0 an Frankfurt vorbeigezogen. Ja. Ne? 2-0 reicht auch schon. 2-0 reicht auch schon. Ja, vor allem können die haben ja keinen Druck im Gegensatz zu Frankfurt. Also für Augsburg ist das jetzt schon eine gelungene Saison. Da kannst du noch natürlich ein i-Tüpfelchen drauf machen, sozusagen. Aber keiner erwartet das im Gegensatz zu Frankfurt, wo ja die ganz klare Zielvorsetzung war, diesen sechsten, also es wurde ja auch so kommuniziert, diesen sechsten Platz auf jeden Fall zu halten und eine Europacup-Teilnahme zu schaffen. Insofern sehe ich zumindest psychologisch Augsburg ein bisschen vorne. Lassen wir jetzt mal mögliche Internas irgendwie weg. Kann sich auch im Spiel Augsburg erstmal aufs Kontern konzentrieren, kann sich erstmal hinten solide reinstellen, kann erstmal Frankfurt gucken. Was macht ihr denn? Überhaupt erstmal gucken, wer spielt bei Frankfurt? Was ist mit den ganzen verletzten Spielern? Tuta wird immer noch gesperrt sein und so weiter. Also da muss man erstmal gucken, wie Augsburg sich präsentiert. Gegen Union, finde ich, haben sie es eigentlich schon ganz gut gemacht. Das war ja auch so ein Spiel, wo ich natürlich vom Bildschirm saß und gesagt habe, komm Union, komm. Union war ja sogar besser. Ja, aber das hat mich ja sehr Augsburg überrascht. Hat halt diese, ja, aber in entscheidenden Momenten dann diese Effizienz und es sind auch diese Phasen, nicht? Wo du halt sagst, in einer anderen Phase spielt halt Leitch den Ball nicht so. Also spielt halt Leitch nicht diesen katastrophalen Pass. Klar, Augsburg, die gehen immer giftig drauf und die schieben dann nach, da musst du auch da sein, aber trotzdem ist, da sind wir einig, das ist halt ein komplett Bananenpass, den er da im eigenen Strafraum vor die Füße von Tietz war es, glaube ich, spielt. Ja. Und danach kann natürlich auch Augsburg mit einer anderen Haltung an das Spiel rangehen, kann auch mit einer Konterfokus stärker rangehen und dann ist das auch ein anderes Spiel. Aber das ist natürlich in so einer Phase, wo es halt für dich läuft, da fällt dir so ein Ding mal ab. Und dann bei Union genau andersrum, in der Phase, wo es nicht läuft, wo es halt eigentlich so ein Spiel ist, das komplett auf 0-0 zuläuft. Und dann kannst du nachher sagen, okay, wieder einen Punkt für den Klassenerhalt geholt. Gehst dann dieser eine Pass und der schneidet dann das ganze Spiel in zwei Teile eigentlich. Letzte Saison hat Union das halt in der 94. mit einem Eckballtor von Karin Dücki oder Leitch gewonnen. Ja, ja, man muss sagen, wenn man auf die vielleicht können wir ganz kurz die Tabelle noch mal sehen, weil Union ist ja keinesfalls irgendwie raus aus irgendwas, auch aufgrund des schlechten Torverhältnisses. Das ist 3 Punkte von der Relegation. Das heißt, das kann bei Union geht es bei jedem Spiel jetzt hier noch um den Klassenerhalt. Das muss man ganz klar sagen, weil wie immer so ein bisschen aus diesem Abstiegskampf werden die irgendwie nicht so richtig mit reingezählt. Warum, weiß ich nicht so. Man hat sie irgendwie nicht so richtig auf dem Abstiegsradar. Aber für Union 3 Punkte von Mainz. Du hast auch zu uns vorhin in die Shownotes geschrieben, Mainz zieht eine Menge Vereine mit unten rein, gerade ja, in diesen Abstiegskampf. Oh ja. Und deshalb ist dieses ja, Mainz und Köln, beide. Mainz und Köln, ja. Aber man muss hier auch dann noch mal sagen, dass dann dieser Sieg gegen Union von Augsburg, den muss man schon auch ernst nehmen, weil es eben für Union noch ums Überleben geht. Also es ist nicht so, dass die Saison ausklingen lassen und Union da dann irgendwie so, Augsburg da irgendwie so mal easy 3 Punkte geholt hat. Das Restprogramm habt ihr ja schon durchgemacht bei Union auch, ne? Weil wenn die jetzt Bayern und Gladbach überlebt haben, dann haben sie Bochum und Köln direkt hintereinander 32, 33, wenn sie da noch in der Verlosung sind. Muss man Gladbach überleben momentan?
Also ich hab's im Stadion gesehen, nope. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, also Augsburg hat Bock. Halten wir das mal ganz kurz fest. Machen wir eine Schleife drum. Frankfurt, Augsburg, Freiburg mit Abstrichen Hoffenheim. Aber die drei machen erstmal die attraktiven Plätze da unter sich aus. Wer macht's? Ich sag, ja. Also ich bin ganz klar Frankfurt, Freiburg, Augsburg in der Reihenfolge. Also ich bin. Aus Sympathie oder aus Kompetenz? Nein, ich glaube, das wird auch einfach. Also das ist nur das ist geballte Kompetenz. Geballte Kompetenz. Und hier die Emotionen. Also Augsburg, das haben wir noch gar nicht genannt. Die haben jetzt das wichtige Spiel gegen Frankfurt. Das ist auch deswegen so wichtig, weil sie in den letzten drei Spieltagen Dortmund, Stuttgart, Leverkusen haben. Ja. Das kann auch wieder der Fall sein, dieses Ding, ja, da geht es dann um nichts mehr. Kann aber auch sein, dass da noch Teams, die mit breiter Brust anreisen, sagen, hey, schießen wir nochmal Augsburg weg. Also, Leverkusen will kein Spiel verlieren. Dementsprechend Augsburg, Freiburg ist halt, Freiburg und Frankfurt haben halt keine Form, deswegen. Ja. Und Reihenfolge? Frankfurt, Augsburg, Freiburg. Ich sag Frankfurt, Freiburg, Augsburg. Ich sag Freiburg, Augsburg, Frankfurt. Ich sag Frankfurt, nee, Freiburg, Frankfurt, Augsburg. Gut, wir sagen Abstiegskampf. Lass uns mal über die zweite Baustelle sprechen, die sehr, sehr interessant ist und wo auch in den letzten Wochen aufgrund der Entwicklung einige Vereine noch mit reingezogen werden, die sich da eigentlich gar nicht mehr verortet hätten. Wir können im Prinzip ab Platz 11 drüber reden, auch wenn es natürlich, je weiter man nach unten geht, realistischer wird, dass man noch was mit dem Abstiegskampf zu tun hat am Ende. Aber ich würde Gladbach und auch Bremen jetzt noch nicht freisprechen wollen von allen Sorgen. Die haben jeweils nur 31 Punkte und die müssen noch ein bisschen was holen, glaube ich, weil 31 Punkte könnte eng werden am Ende, wenn du jetzt gar nichts mehr holst. Und das hat die Geschichte gezeigt, dass das durchaus mal passieren kann. Wir waren jetzt aber bei Augsburg gegen Union und Union ist eine Mannschaft, das ist nämlich eine gefährliche Position. Die hatten ihre Vollkrise, also die Champions League und so weiter, alles klar. Dann sind sie in der Bundesliga komplett abgekackt, haben Trainer gewechselt und haben sich da wieder rausgewühlt. Und dann, und das ist das Gefährliche, glaube ich, an der Ausgangssituation, haben sie gedacht, okay, die Nummer ist jetzt durch, wir haben uns wieder da rausgezogen, wir haben jetzt viele Punkte geholt und stecken nicht mehr so tief drin. Und dann haben sie vielleicht ein bisschen Spannungsabfall gehabt, weil sie so gedacht haben, die Saison ist eigentlich für uns fast schon vorbei. Und auf einmal sind die da wieder mittendrin. Sie sind nur noch 3 Punkte vor dem Relegationsplatz und haben auch ein schlechtes Torverhältnis, muss man auch sagen. Sie haben minus 20 und lediglich, ja, Köln, gut, Darmstadt ist weg, aber aus den Leuten, die noch teilnehmen am Abstiegskampf, haben nur Köln und Bochum schlechteres Torverhältnis. Also die sind mittendrin im Abstiegskampf. Auch Wolfsburg hat nach dem Trainerwechsel nicht so einen Effekt gehabt, dass du sagst, oh krass, wir ziehen uns da raus. Also die sind alle noch mit drin. Aber Union, lass uns mal deren Restprogramm ganz kurz angucken. Die haben jetzt die Bayern. Guter Zeitpunkt, muss man sagen, aber es sind immer noch die Bayern. Gladbach, Bochum, Köln, Freiburg. Alles Mannschaften, für die es noch um was geht. Das ist natürlich der Vorteil für sie, ist so ein Stück weit. Also Bilicic, als er gekommen ist, hat er ja so ein bisschen gesagt, ich probiere ein bisschen was aus, hat Viererkette gemacht, ein bisschen intensiver und dann hat er festgestellt, okay, dieser Kader eignet sich eigentlich nur 5-3-2, wir stellen uns hinten rein. Fußballerische Magerkost und viel mehr ist das nicht. Also jetzt spielen ein bisschen mehr flach, ein bisschen weniger Flanken, aber ansonsten, das ist halt sehr defensiver Fußball. Und deswegen stimmt dieser Plan ein bisschen positiv, weil sie natürlich auch noch gegen ein paar Teams, die unter ihnen sind. Wo dann auch die Spieldynamik dann dementsprechend ist, wenn halt ein Köln dann am vorletzten Spieltag irgendwie 2 Punkte doch noch ranrückt oder sowas. Selbst dann muss halt Köln an die alte Försterei fahren und das Spiel machen. Und dann kann halt Union so sagen, nee. Und das können sie immer noch ganz gut verteidigen. Haben sie jetzt auch gegen Augsburg wieder gut gemacht, haben sie auch gegen Frankfurt gut gemacht bei diesem 0-0. Die können ja verteidigen, die können ja sich hinten reinstellen und verteidigen und damit könnten sie sich dann noch die entscheidenden Punkte zusammenhamstern. Müssen sie auch, weil ansonsten gibt diese Mannschaft momentan nicht sehr viel her, was Hoffnung macht. Ja. Ja, absolut. Gut, dann lass uns weitermachen im Abstiegskampf. Bremen haben wir ja schon so ein bisschen über Leverkusen auch besprochen. Die sind auch mit der Mannschaft, mit der sie dort aufgelaufen sind, natürlich nicht in Bestbesetzung erschienen. Ja, das ist ein Trauerspiel, was da gerade noch auf dem Platz stehen muss. So, wenn du das fragile System von Werder Bremen und was ich vorhin schon mal meinte, alle da, dann ist das eine Truppe, die, glaube ich, den Ansprüchen, die der Trainer da hat und dieses mit Fußballspielen und so, dann haben die was Kompaktes, mit dem sie der Hälfte der Liga auf jeden Fall Ärger machen können und sich dann da auch einordnen. Und ich glaube, so selbstbewusst könnte ich jetzt auch diese Saison blicken, wenn die alle da gewesen wären, dann hätten wir keine Sorgen. Dann würden wir vielleicht auch irgendwie so rund um Platz 9 irgendwie rumschwängeln können und dann wäre es noch einfacher. Dadurch, dass jetzt aber, glaube ich, seit 8 Wochen
die Innenverteidigung komplett auseinandergewürfelt ist und jetzt zum zweiten Mal Christian Groß die Säule in der Mitte ist, ist, dass das im Sinnbild, und ich meine das nicht böse zu ihm, aber wenn du da angekommen bist bei Werder Bremen, dann weißt du, dass die Mannschaften, auf die du triffst, auf jeden Fall einen Vorteil haben und dann kriegst du halt gerade auch nur eine Reise nach der anderen. Ne? Und das war jetzt gegen Leverkusen schlimm. Das wird jetzt gegen Stuttgart nochmal genauso werden. Da können sie, glaube ich, machen, was sie wollen. Dann haut ja Augsburg weg. Und dann kommt der Lieblingsgegner Augsburg, den kann ich nicht annehmen, weil dann verlieren wir in Augsburg. Und dann hast du, also schnell gemacht, ich glaube, 3 Punkte brauchst du noch, dann kannst du einen Deckel drauf machen, was Köln angeht und Mainz auch ein bisschen so, ob die jetzt nochmal 3 Siege aus 5 Spielen und so. Und das brauchst du gegen Gladbach oder gegen Bochum. Das sind 2 Heimspiele, da musst du noch 3 Punkte holen. Ich glaube, du sollst eher auf Bochum schauen, ob die euch noch einholen, als auf Mainz. Ich glaube, Mainz könnte das auf jeden Fall noch machen. Ja, glaube ich auch. Und deswegen ist Bochum der nächste Faktor. Bochum ist eher der, wo ich sage, wahrscheinlich werden die da eher nicht nochmal vorbeikommen. Und Hoffentlich. War das Mitleid oder? Nein, Freundschaft. Pure Freundschaft. Jo, lass uns weitermachen im Abstiegskampf. Ich habe keine Meinung von euch. Ich brauche irgendeinen Gegenpol. Irgendeiner, der von euch sein will. Wir können ja über Mainz oder Bochum jetzt reden, weil das sind ja dann die spannenden Kandidaten. Habe ich recht? Ja. Naja, machst du dir Sorgen? Du hast ja selber gesagt, Malatini, Groß, Veljkovic. Die sind alles, wenn die alle Spieler fit wären, würde keiner von den 3 auf dem Platz. Und Veljkovic war der mit Abstand. Ist der mit Abstand Beste diese Saison. Aber von den 3. Vom Potenzial her, ja, wenn du halt Niklas Stark. Pieper und Friedel da stehen. Und dann hast. Auch noch ein Jung als Halbling. Also da eigentlich müsste keiner von den 3 spielen, aber jetzt müssen sie halt alle spielen. Ja. Und das da hattest du recht, hast du alles gesagt schon. War auch allen klar vor, dass das Spiel verloren geht, Mund abputzen, nächste Woche weitermachen. Mhm. Stuttgart wieder verlieren und dann wieder Mund abputzen weitermachen. Und ich glaube, also jetzt schon alles auf Augsburg legen und hoffen, dass Augsburg zu dem Zeitpunkt vielleicht ein kleines bisschen wieder Drive verloren hat. Ja, glaube ich nicht. Ja. Aber das ist so die Hoffnung, die du hast. Und dann wird nicht passieren. Und dann hast du halt, dann stehst du am 32. Spieltag immer noch mit 31 Punkten da. Dann ist Mainz auf Augenhöhe, Bochum ist auf 2 ran, Gladbach ist noch auf Augenhöhe und dann musst du da gewinnen. Dann lass uns mal jetzt bitte über Bochum sprechen und dann auch noch über Mainz, weil Bochum ist eine Mannschaft, die hatte das in den letzten Wochen selber in der Hand, sich da komplett aus dem Abstiegskampf rauszuziehen, weil sie in die direkten Duelle reingegangen sind. Sie hatten Darmstadt, sie hatten Mainz, sie hatten Köln und irgendwie jetzt haben sie Heidenheim als Aufsteiger. Und vor diesen Wochen, weiß ich noch, haben wir gesagt, da haben sie es in der Hand, da müssen sie eigentlich auch gerade in den Heimspielen was holen. Fakt ist, sie haben gegen Darmstadt nur 1 Punkt geholt nach 2-0-Führung. Sie haben in Köln last minute das Spiel verloren. Gegen Heidenheim jetzt auch zu Hause nur 1 Punkt geholt. Und irgendwas gegen Mainz haben sie auch verloren, das direkte Duell. So, also, und jetzt hat Bochum natürlich die Situation, dass sie es nicht mehr so ganz in der eigenen Hand haben. Klar, sie haben jetzt auch noch ein relativ überschaubares Restprogramm. Wolfsburg, Hoffenheim, Union, Leverkusen und Bremen. Es ist immer noch eines der leichteren Programme auf dem Blatt Papier. Aber sie haben jetzt eben gezeigt, dass sie zuletzt nicht liefern konnten. Vor allen Dingen, sie haben ja jetzt diesen Joker gezogen. Diesen Joker-Trainerwechsel. Und jetzt müssen wir mal ganz ehrlich hier sagen, auch wenn jetzt der VfL Bochum es so verkauft, dass Heike Butscher von Anfang an die erste Wahl war. Aber wenn dasselbe passiert wäre, also dass am Sonntag durchsickert, der Trainer wird entlassen, am Montag wird dann irgendwie so irgendwann bestätigt, nachdem alle das schon wissen, dass der Trainer entlassen wird, dann heißt es, Peter Stöger kommt. Peter Stöger stellt sich selbst hin und muss absagen, sagt selber ab, weil er da keine Freigabe kriegt von seinem Verein oder sowas. Und am nächsten Tag stellen sie sich hin und sagen, Heike Butscher, der war immer unser Traumkandidat. Wir haben uns ja nur mit den anderen unterhalten, um uns nochmal festzustellen, dass Heike Butscher der Beste ist, der geht. Und wenn das der HSV oder Schalke abgezogen hätten, wir würden doch hier, das gesamte Internet würde doch hier sitzen und sich nur lustig machen drüber und würde doch sagen, ja, glaubt ihr doch selbst nicht, dass das euer Topkandidat war, Chaosverein pur. Und muss vor allen Dingen, wenn man dann noch das Fußballerische dazulegt, das sich ja, glaube ich, nicht verändert. Ja, das können wir gleich reden, hat sich schon verbessert, aber ich wollte mal bei diesem Chaos bleiben, weil es ist ja schon eine chaotische Situation, dass du halt einen Trainer entlässt, dann halt nicht keinen parat stehen hast, der übernimmt, obwohl das ja auch schon ein bisschen verabsehbar war, und dann halt dann sagen musst, ja, hier, Heike Butscher, den wollten wir immer, der haben wir schon seit Monaten geplant, dass der übernimmt, obwohl halt jeder, der da halt mit, auch nur aus der Ferne auf den Verein blickt, sagt, nein, das ist halt völliger Unsinn, das habt ihr machen müssen, weil halt eure anderen 3 Kandidaten kurzfristig abgesagt haben. Ich glaube, bei Bochum ist halt viel schief gegangen, weil du halt gegen Stuttgart, glaube ich, auch gewonnen hast, ne, und Bayern gewonnen hast.
Gegen Bayern. Und dann waren irgendwie die ganze Winterpause hieß so, ja, da am Ende kommen dann die direkten Duelle und da sichern wir uns dann den Klassenerhalt. Und dann hast du irgendwie plötzlich gegen Stuttgart und Bayern gewonnen und standst so komfortabel da. Und dann haben alle gesagt, ja, dann ist ja jetzt schon vorbei. Und dann hast du halt so wie Bremen das vor ein paar Jahren hatte, als sie dann auch runtergegangen sind, diese Situation gehabt, wo sie so pseudo-sicher waren, aber eben nicht. Und dann die komplette Anspannung verloren gegangen ist. Und dann rutscht Bremen immer Woche für Woche immer weiter unten rein. Also das ist einfach, man mal live jetzt verlierst du halt die ganzen direkten Duelle, wo du die ganze Zeit gesagt hast, darüber machen wir den Klassenerhalt fix. Mhm. Geht eins nach dem anderen verloren. Das ist halt schon heftig, ne? Also da hatten wir ja schon letzte Woche schon gesprochen, dass diese beiden Spiele in der 89. oder 75. und 89. Minute hast du 6 Punkte. Aus beiden Spielen gehst du mit einem Punkt raus, dann schmeißt du einen Trainer raus und jetzt hast du keinen Druck. Du sagst, es ist sportlich besser geworden. Wahrscheinlich hat Bochum in der Führung gesagt, okay, wir gewinnen jetzt gegen Köln und dann bringen wir die Saison mit Letsch zu Ende und dann suchen wir einen neuen Trainer. Mhm. Und dann hast du gegen Köln verloren und dann warst du plötzlich trotzdem doch in der Situation, wo du gesagt hast, scheiße, okay, jetzt muss ich aber doch. Und dann hat es dich irgendwie so ein bisschen überraschend erwischt und dann warst du plötzlich auf Trainersuche. Ja, mhm. Ja, so war es ja auch, ja. Und sie haben jetzt nur noch 2 Heimspiele in der Saison, gegen Hoffenheim und gegen Leverkusen. Ist auch nicht die leichtesten Spiele. Und Wolfsburg, Union und Bremen haben sie auswärts. Und das kann auch nochmal relevant werden, weil Bochum ist eine Mannschaft, die sehr davon lebt, dass sie im eigenen Stadion die Punkte holt und die Intensität auf den Platz kriegt. Und sowohl, ja, wie gesagt, für Wolfsburg geht's noch was. Union spielt in der Försterei auch stark. Und Bremen ist ja auch eine heimstarke Mannschaft. Ne, gemäß dem Fall, sie haben genug Leute da. Am letzten also sagen wir, 34. Spieltag, Werder Bremen gegen VfB Bochum zu Hause, da da werden wieder Fackeln gezündet, ja. Mhm. Das wird ausgehen. Sie haben auf jeden Fall die Möglichkeit. Und ich habe jetzt gerade so ein bisschen auf Butcher negativ drüber geredet, aber es war jetzt gar nicht auf Butcher bezogen, sondern auf die Vereinsführung. Ja. Vielleicht ist Butcher ein sehr guter Trainer, soll auch sehr gute Leistung haben bei der U19, glaube ich. Und das war auch ein ganz okayes Spiel jetzt gegen Heidenheim. Also sie haben jetzt ein neues System gemacht, mit 4-2-2-2 so gespielt. Stöger ein bisschen ab und zu zurückfallend aus dem Zentrum. Das hat ganz okay geklappt. Natürlich, klar, werden jetzt nicht Tiki-Taka über eine Woche eintrainieren und das wird jetzt auch nicht von heute auf morgen funktionieren. Aber das hat, in der ersten Halbzeit haben sie eine gute Dominanz hinbekommen und in der zweiten Halbzeit dann über lange Bälle auch zu Chancen gekommen. Haben das nicht über 90 Minuten durchziehen können und haben auch wieder deutlich am Ende der Partie gemerkt, sie sind eigentlich platt, haben dann noch über einen Standard das 1-1 dann am Ende reingewuchtet. Aber das war schon mal fußballerisch deutlich besser als die vergangenen Wochen und mit auch den Chancen, die man hatte in den ersten 30 Minuten nach der Pause direkt, das war okay. Also war es nicht so, dass das ein glückliches 1-1 in der letzten Minute war. Ja, aber es ist auch zu Hause gegen Heidenheim. Und klar ist Heidenheim eine Überraschungsmannschaft, aber das sind die Spiele, da kannst du nicht rausgehen und sagen, oh ja, Heidenheim hat uns aber dominiert. Das kannst du nicht erwarten. Ich glaube, kleines Kuriosum am Rande. Ich meine, Schlotterbeck, das zweite Mal in der Saison Eigentor und danach Tor. Ja, ne? Einer von nur 4 Spielern in der Bundesliga-Geschichte. Ja, dem das gelungen ist, das Kunststück. Ich muss sagen, bei Bochum steht und fällt für mich super viel mit Stöger, der in ganz vielen Situationen auch im Mittelfeld so diese kleinen Lösungen findet. Ne? Wenn er wird gepresst von 2 Spielern und steckt dann so einen 5-Meter-Pass noch durch und generiert dadurch Raum. Der ist so ein bisschen die Lebensversicherung, finde ich, derzeit. Wenn der fehlt, wird es auch spielerisch für Bochum sehr schwierig. Ihr habt letzte Woche über Amiri geredet, als so ein Spieler, der dieser Outstanding-Player in einer kleineren Mannschaft ist. Mhm. Für mich ist das Kevin Stöger ist der Inbegriff dieses Spielers. Mhm. Ich hatte es gewundert, dass du den letzte Woche nicht erwähnt hast, ehrlich gesagt. Ich habe mir die Folge angeguckt, dachte mir so, ich saß vom PC und dachte, Kevin Stöger. Weil er ist ja genau das. Also der hat ja selbst bei Mainz, als Mainz so ein bisschen besser drin war, hat er bei Mainz gespielt, 1-2 Jahre. Selbst da hat er ja nicht funktioniert. Also der ist wirklich jemand, das ist ein Spielmacher für die tiefen Bälle, der da seine Spieler in die Tiefe bringt, in Position bringt. Mhm. Und ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen, ich habe nur die Highlights geschaut. Aber die letzten Wochen war es häufig so, dass Bochum zum Ende dann eingebrochen ist, wenn Letsch Stöger ausgewechselt hat und vermeintlich auf Stabilität gesetzt hat. Also hier war es, in dem Spiel war es Asano. Also wo sie dann, Asano hatte halt nicht Luft für länger als 60, 65 Minuten. Der hat Föhrenbach und Traoré so richtig beschäftigt. Also der hat auf Außen wirklich Betrieb gemacht, auch im 1-gegen-1. Und als der dann raus musste, hast du schon gemerkt, okay, am Ende hatten sie dann 2 große Stürmer mit dabei, aber mit denen haben sie auch nicht die hundertprozentigen Chancen sich herausgespielt. Ja, du brauchst halt jemanden, der die Tiefenläufe geht. Ne? Ja, und das ist Antwia Jay und Asano sind die 2 Spieler. Antwia Jay war krank oder verletzt oder so. Mhm. Und wenn halt Asano auch nicht fit ist und raus muss, und dann ist halt keiner mehr, der die... Stöger spielt den tiefen Ball, die rennen hinterher, spielen den Ball auf die großen Stürmer in die Mitte. So funktioniert ja Bochumer Fußball zuletzt.
Genau, oder den Standards halt. Und das ja, hast du auch Stöger, ja auch Stöger dann als den herausragenden, ja. Das müssen sie jetzt bringen. Das müssen sie jetzt bringen. Und das Blöde ist, da haben wir jetzt wieder genau das Umgekehrte bei Union, dass die jetzt auch in so eine Situation kommen, wo sie punkten müssen. Das hast du jetzt auch gegen Heidenheim wieder erlebt, wo sie 60% Ballbesitz haben, was ja auch nicht das ist, was Bochum unbedingt haben möchte. Also das könnte nochmal auch psychologisch ganz schwierig werden, weil du hast ja auch gesagt, Restprogramm, viele 6-Punkte-Spiele, viele gegen direkte Konkurrenten, auch gegen direkte Konkurrenten, die ein paar Punkte vor ihnen sind. Gerade ich gucke das Spiel gegen Union an, ich gucke das Spiel gegen Werder an, ich gucke jetzt auch nächstes Wochenende gegen Wolfsburg an. Das wird kein Leckerbissen, das Spiel. Nee. Du hast aber Chancen auf jeden Fall. Du hast die Möglichkeit, diese Spiele positiv zu gestalten. Genau. Sie haben es noch ein bisschen in der eigenen Hand, aber da liegt auch eine gewisse Gefahr, eben weil es direkte Konkurrenten sind. So oder so, der Abstiegskampf ist wenigstens spannend. So, und es ist doch gut, dass da bis Platz 11 noch keine Mannschaft komplett abschenken darf. Das ist für den neutralen Zuschauer dann auch interessanter, mal so ein Spiel wie Bochum gegen Mainz oder X zu gucken, weil es geht in der Konstellation halt um was. Dann haben wir Mainz, über die wir schon gesprochen haben, die so das formstärkste Team da unten sind, die auch Qualität einfach haben. Und das hast du jetzt auch gegen Hoffenheim wieder gemerkt, die liegen 1-0 zurück und haben aber diese Stabilität, um zu sagen, nee, wir hauen die jetzt weg. So, andere Mannschaften würden da vielleicht auch ein bisschen eine Starre oder so haben, in die sie dann fallen. Mainz ist gut drauf, die haben Bock, die haben so eine positive Energie. Und obwohl die immer noch auf dem Relegationsplatz stehen, bin ich optimistisch, dass sie am Ende den Klassenerhalt aus eigenen Kräften schaffen, ohne Relegation. Wir sind ja so eine rare Spezies, dass wir halt Spiele im Real Life gucken. Das macht ja ein normaler Fußballfan nicht. Das ergibt auch gar keinen Sinn eigentlich, weil Fußball, der Reiz ist ja, dass du nicht weißt, wie es ausgeht und dass du dann nachher dich nochmal hinsetzt und ein Spiel weißt, guckst, wie du weißt, wie es ausgeht. Das ist für den Normalsterblichen nicht vermittelbar. Um das mal zu vermitteln, zu versuchen, was das für ein Gefühl manchmal ist. Du weißt ja dann immer schon, okay, das Spiel geht jetzt 4-1 aus. Also du guckst das Spiel von der ersten Minute, irgendwann schießt Hoffenheim Tor, aber du weißt, trotzdem wird Mainz das gewinnen. Und da gibt es ja ganz viele Spiele, wo du dann die du dann guckst, wo du dann denkst, okay, dieses Spiel, du weißt, dieses Spiel wird 5-0 ausgehen, es steht dann eine halbe Stunde 0-0, die verlierende Mannschaft ist eigentlich ganz gut, wie geht dieses Spiel noch 5-0 aus? Wie passiert das jetzt noch? Und dann gibt es dieses Spiel Mainz gegen Hoffenheim, dass du halt wirklich guckst von der ersten Minute an, du weißt, es geht 4-1 aus, du weißt, Hoffenheim geht irgendwann in Führung, und du guckst das Ding und von der ersten Minute an weißt du, yo, Mainz wird hier 4 Tore schießen, Mainz wird hier Hoffenheim aus dem Stadion schießen, weil Mainz halt so gut ist, weil Mainz in diesem Spiel so gut ist, weil die im Pressing alles sich wegschnappen, was da Hoffenheim versucht aufzubauen, weil die schon in der ersten Halbzeit, ich glaube, 16 Schüsse haben und davon müssten eigentlich schon 3 reingehen und das halt wirklich als Abstiegskandidat. So eine dominante Leistung habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Also, dass du wirklich sagst, dieses Team ist im Abstiegskampf und dominiert da den Gegner weg. Halt nicht über Ballbesitz, aber über die Art, wie sie anlaufen, über die Art, wie sie auch die Körpersprache in die Zweikämpfe gehen. Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und von der ersten Minute wirklich hat dieses Spiel nach Mainz schießt jetzt hier heute Hoffenheim aus dem Stadion raus. Wie angefühlt. Bei Mainz ist das Krasse, der Kader ist ja viel besser, als die aktuell dastehen. Also ich mag den Kader wirklich sehr. Mainz ist die Mannschaft als gegnerischer Fan, sage ich jetzt mal, aus gegnerischer Fansicht, würde ich mir wünschen, dass Mainz absteigt, weil es da richtig viele coole Spieler zu kaufen gibt. Also das ist wirklich die Hälfte der Startelf würde ich gerne bei Frankfurt oder Freiburg sehen. So. Also da ist wirklich sind schon viele coole Spieler da. Barreiro, Amiri würde ich auch nehmen. Ja, Amiri, Sturm würde ich nehmen, Kassi in der Abwehr, Bruder. Flexibel würde ich nehmen. Bin schon ein guter Bruder. Dieser Dominik Kohl soll ganz gut. Also es gibt schon sehr, sehr viele coole Spieler so. Und die haben halt wirklich dieses Tief gehabt. Und ich habe mich am Anfang so ein bisschen drüber lustig gemacht, tatsächlich, als sie Bo Henriksen geholt haben, weil ich von Anfang an dachte, ja, das ist so jemand, der geht halt dahin mit Mentalität und wir kämpfen jetzt und wir machen jetzt. Aber genau das hat funktioniert. Ja. Also ich bin gar kein Fan von diesem Mentalitätsthema, von dieser Debatte. Aber Henriksen hat wirklich einer Mannschaft, die eigentlich gut ist, die bisher immer schwach war, gesagt, ey, ihr seid gut und ihr kämpft und ihr spielt und ihr spielt. Und dieses 0-1 ist ja im Nachhinein super eklig zustande gekommen. Gruder hatte irgendwie Nasenbluten oder so, musste vom Feld musste irgendwie die Nase gestopft bekommen. Und dann ist Kramaric, der genau in diesem Raum, wo Gruder normalerweise steht, schlägt die Flanke zum Tor. Also bescheuerter kannst du ja 0-1 nicht kriegen. Aber die waren davor besser, sie haben sich nicht davon zurückwerfen lassen. Die haben durchweg ihr Spiel gemacht. Und es dann, also kann nur zustimmen. Ich habe von Anfang an dieses Spiel geguckt und dachte mir, ja, Mainz ist einfach besser. Also wirklich ohne Frage. Und das ist ja auch so völlig absurd, dass Mainz ja
vor Jahren schon mal dasselbe gemacht hat. Also die waren ja vor Jahren schon mal komplett abgeschlagen, ja, holen den Trainer, diese Mannschaft Intensität der holt. Bo heißt. Der Bo heißt, der auch noch Bo heißt, der halt da wirklich diese Intensität rauskitzelt, der dafür sorgt, dass die zu so einem Pressing-Monster werden und dann halten die Klasse. Klar, haben sie jetzt noch nicht geschafft. Also die haben noch die dürfen jetzt nicht den Fehler machen, zu sagen, okay, wir haben jetzt irgendwas erreicht, weil haben sie nicht. Restprogramm gegen Freiburg auswärts, dann zu Hause gegen Köln, auswärts Heidenheim, zu Hause gegen Dortmund, auswärts Wolfsburg, das ist machbar. Das ist die machbar. Können halt wirklich da noch 9 oder 12 Punkte aus diesen Spielen holen. Ich würde sogar behaupten, das sind theoretisch, wären es wahrscheinlich nicht, aber es sind 15 Punkte möglich. Also sie können jedes Spiel gewinnen. Ja, jedes. Dann sind sie noch ein Kandidat. Sie hatten für auch Europa, mit dem Spielplan. Sie hatten so mit Spielplan auch immer so, ich will nicht sagen Pech, aber sie hatten immer so einen Megagegner und dann wieder so ein Leichter. Sie hatten Stuttgart verloren, dann gegen Augsburg gewonnen, dann Leverkusen wieder sehr schwer verloren, unentschieden gegen Gladbach, dann Bayern wieder verloren, dann wieder Bochum, dann gegen Leipzig. Also sie hatten die ganze Top 5 alle 2 Wochen, wodurch sich nie so eine richtige Serie sich entwickelt hat. Aber jetzt, nachdem sie die Schweren hinter sich gelassen haben, sind sie eigentlich im Lauf. Und es spricht vieles dafür, dass sie das jetzt auch dann bis Ende durchziehen können. Und ich würde auch Mainz zum absoluten Top-Favoriten auf den Nicht-Abstieg unter den Abstiegskandidaten. Ich hab's ja gerade bei Werder schon gesagt. Also ich würde wirklich sehr, sehr mich wundern, wenn Mainz absteigt. Für mich sind die, wenn ich mein Geld setzen müsste. Und es deckt sich auch absolut mit dem, was ich vor der Saison getippt habe. Wir können ja mal kurz die Tipps der Halbserie, habt ihr die vorliegen, was dann in der Winterpause für Tipps abgegeben, wer absteigt? Was haben wir in der Winterpause? Haben wir in der Winterpause? Ich bin mir sicher, dass das in der Regie liegt. Aktualisierte Tipps. War das nicht vor der Saison? Wir machen immer vor der Saison und dann korrigieren wir das in der Winterpause. Ich musste, glaube ich, nichts korrigieren. Also vor der Saison hattest du gesagt Mainz, Heidenheim und Darmstadt. Du hattest gesagt Bochum, Heidenheim und Darmstadt. Du hattest gesagt Bochum, Heidenheim und Darmstadt. Und ich habe gesagt Augsburg, Bochum und ach, da haben wir es ja. Augsburg, Bochum. Ja, das ist vor der Saison, genau. Ja, und dann haben wir es ja noch mal aktualisiert. Nach der Hinrunde hast du dann umgeschwenkt auf Bochum, Köln, Darmstadt. Ja, ganz kurz. Das ist ein sehr guter Call. Was habe ich gecallt? Du hast gesagt Bochum, Köln, Darmstadt. Bochum, Relegation habe ich gecallt. Nach der Hinrunde. Du hast gesagt Etienne Mainz, Köln, Darmstadt. Auch super. Ich bin bei meinem Tipp geblieben. Wir sind beide sehr kompetent. Du hast gesagt Mainz, Köln, Darmstadt auch. Kann nur so schlecht im Tippen sein. Ja. Im Moment liege ich noch richtig. Aber nächste Woche nicht. Ganz Woche klar, nicht mehr. Wo die Kompetenz hier am Tisch verankert ist. Richtig. Also, so. Wenn ich jetzt tippen müsste, ich würde hier mitgehen. Ja, finde ich sehr, sehr. Geh mit mir. Lass uns auch ein bisschen weitermachen im Abstiegskampf. Köln hat bei den Bayern gespielt, hat sich gewehrt, hat ja eigentlich auch eine gute Positionierung im Spielplan gehabt, so Champions League und generelle Blues gerade bei den Bayern. Bavaria Blues. Und hätten da vielleicht auch einen Punkt mitnehmen können. Aber die Bayern am Ende waren einfach zu gut. Das ist nicht das Spiel, wo Köln punkten muss. Ist auch klar, das wissen sie selber. Sie haben sich nicht abschießen lassen. Das ist gut. Torverhältnis wird ihnen nicht mehr so viel bringen, vermutlich. Aber obwohl, im Vergleich mit Bochum kann das noch mal relevant werden, tatsächlich. Von daher nicht so schlecht, dass sie nicht ein 0-7 kassiert haben oder so. Das ist, wie gesagt, nicht das Spiel, wo man sagt, da mache ich Punkte gut. Da geht es, glaube ich, eher darum, zu gucken, dass die Abstände nicht größer werden. Aber auch Köln, bei aller Limitierung, die die haben, merkt man schon, dass die sich auch wehren. Ne? Also, die sehen noch Hoffnung und die werden bis zum Schluss kämpfen. Ich glaube, es wird nicht reichen, weil die anderen Mannschaften entweder zu gut sind oder vielleicht zu viel Vorsprung haben. Ja, aber sie wehren sich. Also die haben ja jetzt die ganz große Chance in den nächsten beiden Wochen. Mit Heim zu Hause in Darmstadt, das ist ein Must-Win. Und dann auswärts gegen Mainz. Dann hast du noch Freiburg, Union, Heidenheim. Das Programm ist machbar, um da eine Serie zu starten. Das Programm ist da. Ich habe das Spiel gegen Bayern nicht gesehen, muss ich gestehen. Und über die Bayern sprechen wir auch noch in Bundesliga International, das morgen erscheint. Deswegen heute mal gar nichts über die Bayern, sondern eher Richtung Köln. Da hatte man schon das Gefühl, dass die Chancen hatten. Dass sie auch ein paar Konter zu Ende gespielt haben. Dass sie da auch durchaus nach vorne reingekommen sind. Und das müssen sie bestätigen, weil die Torausbeute ist halt das Riesenproblem. Bleibt das Riesenproblem. Sie müssen mehr Tore schießen, um halt irgendwie noch die Klasse zu halten. Das große Problem bei Köln ist halt einfach Qualität. Also das Gegenteil zu dem, Schöner Satz. Für den Abstiegskandidaten, das große Problem ist Qualität. Ja, aber sie haben zu viel Qualität. Das ist das Gegenteil zu dem, was ich bei Mainz vorher gesagt habe. Ja. Also Köln hatte auch unter Baumgart ja nie so ein emotionales Problem, sondern es war einfach, der Kader war einfach nicht gut genug. Und das merkst du halt jetzt auch noch. Also die waren gut eingestellt gegen Bayern, die haben gut gekämpft, über 90 Minuten. Die haben alles irgendwie versucht rauszufischen, was geht.
aber es hat einfach nicht gereicht. Also es ist einfach nicht genug. Und das ist, glaube ich, so bei denen, deshalb bin ich bei Köln weniger zuversichtlich als bei Mainz, dass sie sich rauskämpfen, obwohl Köln auch das Potenzial hätte. Weil es einfach, du sagst, die Tore fehlen, aber es ist ja auch, also auch die Außenverteidigerpositionen sind eigentlich nicht genug, auch die Flügelspieler sind eigentlich nicht genug. Im Zentrum hast du eigentlich Spieler mit Kainz, Ljubicic, Martel, die gut genug sind, die aber alle nicht in Form sind. Mhm. Dann bist du da auch nicht gut genug für die Bundesliga. Und du kannst halt nicht mit einem starken Torhüter und zwei guten Innenverteidiger in die Klasse halten. Das geht einfach nicht. Wobei, also eine Sache, ich bin voll bei dir, sag ich, ne, das zeige ich nicht, aber co-signig. Aber der Spielplan ist tatsächlich in favor, wenn wir schon im Englischen bleiben wollen, für Köln. Also die haben jetzt wirklich Darmstadt zu Hause, Mainz das direkte Duell. Da müssen sie vielleicht einen Unentschieden holen oder so. Freiburg, Union Heidenheim. Und sie haben drei Heimspiele. Drei Heimspiele. Also, da ist. Ich habe das mal durchgerechnet gerade. Selbst wenn sie gegen Mainz verlieren, diese beiden Heimspiele gegen Freiburg und Union, zu 32, 33 mit den 60.000 im Rücken. Also, da bin ich dabei. Das ist noch nicht ganz so vom Tisch. Und dann hast du im letzten Spieltag Heidenheim auswärts. Und wenn du da mit der ganzen Meute reinfällst, die können, ohne dass sie Sportliches verdient hätten, wahrscheinlich wirklich Punkte sammeln, um allen anderen noch richtig gefährlich zu werden hier. Aber glaubst du, die schaffen das so eine Serie? Also ich glaube, das Mainz-Spiel ist tatsächlich entscheidend. Also Darmstadt musst du gewinnen, sonst bist du abgestiegen, auch wieder so gefühlt. Mhm. Aber wenn du Darmstadt gewinnst und dann in Mainz drei Punkte holst, dann kann alles gehen für den Rest der Saison. Wenn du einen Punkt holst, ja, mal schauen. Aber also ich glaube, wenn du Mainz verlierst, dann ist doch einfach emotional einfach. Es ist ja auch wieder so viel hätte, würde, könnte. Kommt natürlich auch drauf an. Union, Werder, wenn aus Union, Werder, Gladbach, Wolfsburg, kann ja auch sein, dass eine Mannschaft noch völlig ohne Sieg bleibt. Dann hast du ja auch noch, ist die Frage, bleibt da jemand ohne Sieg? Ich habe gerade Union auf dem Platz 17 gerechnet hier. Wie ist auch die Ausgangslage? Kommst du noch an Union ran vor dem Unionsspiel? Weil da hatte ich ja vorhin schon gesagt, da ist, glaube ich, dann ganz wichtig, wer geht dann halt da mit der Aufgabe ins Spiel, das Spiel machen zu müssen. Da sind viele Faktoren. Ich würde es nicht ausschließen, aber für Köln ist es natürlich ein Uphill-Battle. Weil sie allein, die haben ja schon 5 Punkte auf Bochum. Du brauchst erstmal 2 Siege, um Bochum überhaupt einzuholen. Ja. Und Bochum hat auch noch Spiele. Also das ist das ganz, Ding. Ganz die anderen Punkte nehme ich dann auch. Und du hast halt keinen Torjäger. Muss man halt so brutal sein. Die haben wer soll die Tore schießen? Kannst du hoffen, dass du ein paar Standards noch reinschießt? Ah, ich meine, mit ein bisschen Matchglück, also die Partien kommen ihnen entgegen. So. Ja, ja, das ist das Ding. Gut, machen wir mal weiter mit Wolfsburg, die jetzt nicht den krassen Trainereffekt hatten. Ich habe gedacht, so Hasenhüttl, das passt eigentlich ganz gut. Aber die Truppe ist nicht an dem Punkt, wo sie sich in den Rausch spielt oder irgendwas. Verlieren jetzt auch hochverdient 3-0 in Leipzig, was natürlich eine Mannschaft ist, die im Wettbewerb ist, für die geht es um die Champions League. Die haben keine Doppelbelastung mehr in irgendeiner Form. Das ist dann auch schwierig, Leipzig zu bestehen. Aber trotzdem war das mal wieder nichts vom VfL Wolfsburg. Und die müssen zusehen, dass die jetzt in den anderen Partien, die sie noch haben, da schauen wir auch nochmal aufs Restprogramm, kurzfristig ein bisschen was holen. Weil du willst nicht mit so einer Mannschaft, die nicht auf einen Abschiedskampf ausgelegt ist, und auch mit einem Trainer, der nicht auf Abschiedskampf ausgelegt ist, zumindest in der Bundesliga nicht, dass du da bis zum Schluss zittern musst. Und die haben jetzt Bochum, direktes Duell. Stell dir das mal vor, das verlierst du zu Hause. Ja. Weil Bochum ein bisschen mehr weiß, dass es jetzt um alles geht. Und der Trainer von Wolfsburg schon nach seinem zweiten, dritten Spiel anfängt davon zu erzählen, ja, wenn so reicht das nicht für die Liga. Also ich habe mir, das ist nicht so das, was du als Trainer erzählen solltest in der Sekunde. Also ja. Team Bochum, Auswärtssieg in Wolfsburg, dann haben wir auf einmal einen richtig spannenden Abstiegskampf. Mhm. Wolfsburg ist halt auch ganz schwer. Ich weiß halt auch nicht, wo Hasenhüttl hin will. Ist aber auch nach 2 Wochen schwierig. Aber hat jetzt am Wochenende sehr, sehr viele Topspieler halt nicht aufgestellt. Also, da habe ich jetzt beim Kicker gelesen, die 4 Topscorer haben alle nicht gespielt. Also Wind, Mehle, Swanberg und Meier, alle nicht in der Startformation. Haben dann auch einen ganz gut gegengehalten gegen Leipzig. Aber Leipzig hat dann irgendwann auch gesagt, spätestens mit 1-0, ja, macht mal ihr. Wir können da ein bisschen unser Tempo ausspielen. Haben sie dann auch in der zweiten Halbzeit gemacht. Klar ist das nicht das Spiel, das du gewinnen musst. Aber so diese letzte Konsequenz, dieses letzte besondere Etwas, das fehlt bei Wolfsburg noch. Ja, also ich glaube, er hat halt versucht, gegen Leipzig so eine Mentalitätsmannschaft aufzustellen, so ein bisschen. Ja. Und das funktioniert bei Wolfsburg nicht. Also es tut mir leid. Und man kann Wolfsburg für den Status als Werksclub, was auch immer, hassen, wie man möchte. Aber also in Wolfsburg baut sich einfach keine Emotionalität auf. Das hat man seit Jahren gesehen. Kovac ist ja auch ein Trainer, der
voll davon lebt, bei Frankfurt voll davon gelebt. Der hat es ja auch in Wolfsburg gar nicht geschafft, diesen Kampfeifer in dieser Mannschaft zu wecken. Und es wird auch nicht funktionieren, wenn du dann zwei, drei Wechsel bringst. Also Wolfsburg musst du zu einem Spiel bringen, so ähnlich wie das Glasner gemacht hat, dass die für sich einen sinnvollen Fußball spielen, der gewinnt. Du gewinnst nicht über Kampf mit dem VfL Wolfsburg. Dafür hast du kein Stadion, das dich anfeuert, keine Fans, die dich nach vorne peitschen. Du hast diese, mir fehlt auch, vielleicht ist es auch wieder so ein Kaderthema, wurde bei Bayern immer viel drüber geredet, diese intrinsische Motivation, diesen Meter extra zu gehen. Ja. Den gibt's in diesem Verein einfach nicht. Mhm. Also, vielleicht kann man ihn da reinbringen, wenn man den kompletten Kader wechselt, so, aber selbst dann wird's wahrscheinlich, wie gesagt, ohne Fans schwierig, aber dieser Verein hat einfach diesen Push nicht, zu sagen, wir kämpfen über die letzte Sekunde hinaus und dadurch holen wir Punkte. Und das hat er jetzt probiert und das ist halt gegen Leipzig komplett schief gegangen. Jo, also die müssen sich strecken. Leipzig holt wichtige Punkte im Kampf um die sicheren Champions-League-Plätze. Wir wissen ja nicht, vielleicht reicht Platz 5 auch, haben wir angesprochen. Sind punktgleich mit Dortmund, haben das bessere Torverhältnis. Das ist ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Von daher kann sich Leipzig da auch nicht mehr viele Ausrutsche erlauben. Und dann haben wir noch Gladbach gegen Dortmund, wenn wir schon darüber sprechen. Das war ein Spiel, was ja auch so zwei Phasen hatte. Und das eine war vor der roten Karte und das andere war nach der roten Karte für Adeyemi. Dortmund 2-0 in Führung gegangen und dann in der 36. kam Wöber, der King Wöber, und macht das 2-1. Und dann in der zweiten Halbzeit Gelb-Rot gegen Adeyemi. Da gab es dann noch diese andere Szene, wo er auch beteiligt war. Elfmeter für Dortmund. Und Sabitzer schießt ihn rein, erzielt den Hattrick, steht 3-0, dann die 3-1 wäre es gewesen, ne? Ja. Und dann wird aber nochmal unterbrochen, weil der Pfiff kam wohl gar nicht vom Schiedsrichter, der den Elfmeter angepfiffen hatte, sondern aus dem Publikum. Der VAR hat nämlich noch drauf geschaut und dann festgestellt, dass Omlin irgendwie seine Finger da noch am Ball hatte, hat den Elfmeter zurückgenommen. Und dann kam da noch die rote Karte und dann sah es wieder ein bisschen anders aus. Nico, du warst ja im Stadion, nicht? Du hast ja das Ding angeguckt. Klar, wie ist die Stimmung? Hm? Ja, wieso nicht? Was macht ihr denn so am Wochenende? Wie ist denn die Stimmung in Mönchengladbach? Kannst du nochmal vielleicht ein paar Sätze sagen? Dortmund können wir jetzt auch so wieder ein bisschen ausklammern, weil wir über die in Bundesliga und National morgen reden. Ich mag, wie du heute nicht so moderativ so mit emotional mit einbinden möchtest. Oh. Das ist nicht so, das emotionale Brücke, die macht mich jedes Mal fertig, wenn die von dir kommen. Du merkst, glaube ich, schon allem so da an, dass das ein Jahr des Umbruches ist. So. Also ich durfte den kompletten Verein mal von innen kennenlernen, habe da relativ viel auch mich intensiv unterhalten, was jetzt hier den Rahmen sprengen würde. Aber um bis aufs Spiel zu gehen, du hast dem Ganzen schon angemerkt, dass eine Verzweiflung im ganzen Stadion vorhanden war. Es beginnt mit Borussia Dortmund, die einfach auch irgendwie klar mutiger waren und besseren Matchplan, was auch immer, und auf jeden Fall es nicht danach aussah. Und es hat sich nach 20 Minuten so angefühlt, okay, das ist, oder nach 30, das Ding ist hier vorbei. Und dann auf einmal kam aber Mannschaft und Stadion wieder ein kleines bisschen und dann aber auch diese Verzweiflung über eine zweite Halbzeit. Keine einzige Idee haben. Und ich habe selten so viele Menschen um mich herum über die eigene Mannschaft fluchen und pöbeln sehen wie dort in dem Bereich, wo ich war, weil sie halt einfach verzweifelt sind daran, dass irgendwie der Mannschaft, glaube ich, der Kopf fehlt, der dafür sorgt, dass du in so einem Spiel dann das Heft in die Hand nimmst, aber du weißt, was ich meine. So einfach ein bisschen zu sehen, welche Möglichkeiten dir Dortmund anbietet, aber du nimmst die als Mannschaft nicht an. Also Dortmund steht mit gefühlt 6 Leuten hinten, aber Gladbach verteidigt mit 6 Leuten den eigenen, also stellt sich mit 6 Leuten um Mokoko auf. So. Das war so sinnlos. Das war ja so. Die haben dann am Ende mit 6 Mann auf der letzten Linie verteidigt. Aber ohne dir jetzt ein Pro-Seminar Gladbach entlocken zu wollen, sag mal doch so ein bisschen, was läuft da schief? Du hast ja gesagt, du hast ein bisschen Einblicke bekommen. Was meinst du, läuft jetzt diese Saison schief? Weil die sind ja jetzt auch durch diese Siege von Mainz ganz tief im Abstiegssumpf. Und wenn ich jetzt wieder auf meine Lieblingsseite restprogramm.com gucke, Hoffenheim, Union, Werder, die nächsten 3 Gegner, sehr, sehr wichtige Spiele. Mhm. Weil danach kommt Frankfurt, Stuttgart. Da kannst du nicht drauf bauen, dass du am Ende noch mal irgendwie das Geschenk bekommst. Ja, also ich glaube schon, so mein Gesamteindruck ist auch, dass dem Verein bewusst gewesen ist, dass die Jahre davor und der Erfolg, dass das, wie es vielen anderen großen Vereinen, die dann das mal haben, und Bremen ist genauso eine Geschichte ein paar Jahre davor, dass diese Last, das ist gefährlich, dieser eine Schritt, du willst da dranbleiben, du willst ein bisschen mehr machen, das, was die Tieren auch schon erzählt hat, so, du willst versuchen, das langfristig zu bauen.
Und Gladbach ist ein Club, das habe ich, so wie ich die als auch von intern mitgekriegt habe, das ist so familiär, sehr, sehr noch konservativer, noch ein bisschen ländlicher, weit weg von Köln und so. Das ist da, ist halt alles sehr gediegen. Und dann hast du die letzten Jahre halt einen Kader, der nicht mehr 100% brennt für den Verein und für die Farben, sondern der auch sehr viel damit beschäftigt, sich seine Fußballkarriere aufzubauen. Und ich glaube, deswegen sind die gerade so halbwegs ruhig dabei, dass es nicht so gut läuft, aber diese Truppe halt so jung und motiviert wirkt, viele Fehler macht, aber sie, das war auch mal ein paar Mal, sonst hat sie nicht gehört, aber das ist wieder, da sind Jungs dabei, die brennen wieder für diesen Verein. Und ich weiß, dass ihr das so nicht so mit Motivation und so, dass, aber du merkst halt, dass genau so ein Verein davon lebt, um daraus wieder ein Fundament zu bauen. Mhm. Und wenn du bei anderen siehst, nimmst Schalke als das Todesbeispiel, aber auch Hertha, Hamburg, Bremen hat das auch mal gemacht. Wenn Talsohle bedeutet, dass du einmal durch die zweite Liga kehren musst, um wieder hochzugehen, da hat Gladbach ja zum Glück einen höheren Punkt, an dem sie abfallen und an dem sind sie gerade. Und ich glaube, hängt an schlauen Transfers, da lehne ich mich jetzt nicht aus dem Fenster, aber das wirkte alles so aus, wir gehen jetzt hier durch, nächstes Jahr, wir sind hier super aufgestellt, der ganze Verein ist super aufgestellt. Ist natürlich auch gefährlich, nicht? Ist natürlich auch gefährlich, wenn du guckst, wie die Situation in der Tabelle, Hoffenheim, okay, ist jetzt nicht der schwierigste Gegner, aber dann Union, Werder, wenn du da jetzt natürlich ohne Punkte oder mit ein oder zwei Punkten rausgehst, dann hast du, aber das ist der Baum. Ja, genau, der Baum, genau, das ist Ausgleich in Bremen. Mhm. Und ich glaube, das geht bei den allen, aber hol einen Sieg. Ja. Dann kannst du einen Haken da machen für Gladbach und die Saison und dann kannst du dich wirklich neu aufstellen. Ich finde es aber ganz gut, dass Gladbach noch an Seoane festhält, weil wir hatten in Gladbach jetzt in der Vergangenheit mit Hütter und Rose und so weiter, hatten wir auch viele gute Trainer in meinen Augen, die nicht funktioniert haben. Und offensichtlich muss man vielleicht dann auch zum Ergebnis kommen, dass es vielleicht nicht unbedingt immer am Trainer liegt, sondern da auch, also vor allen Dingen am Kader vielleicht auch, der den Ansprüchen nicht Genüge tut. Und ich finde dann eigentlich ganz gut, ich weiß, wenn man das jetzt über mich und Dino Toppmöller sagen würde, da weiß ich genau, dass ich eine Doppelmoral hier habe. Und ich habe auch nicht genug Einsicht bei Gladbach. Mir schreiben tatsächlich auch häufiger mal Gladbach-Fans, die sagen, bei uns ist es genauso, keine Entwicklung zu sehen und so weiter. Ich kann es nicht so ganz beurteilen. Ich finde nur generell die Idee, wenn du es schaffst, durch die Saison zu kommen, im Mittelfeld, so, dass du dann sagen kannst, okay, aber der Trainer ist eine Konstante, der hat jetzt ein Jahr Zeit gehabt, mit diesem Kader zu arbeiten, der kann jetzt ganz genau auch Transferwünsche formulieren, dann kannst du eine Sommervorbereitung machen, dann kannst du aus so einer Saison gestärkt in die nächste Saison gehen. Kann, ne? Also ist natürlich keine Garantie, aber generell finde ich da schon eine gewisse Sympathie dran. Wenn die Eintracht nicht so einen Kackfußball spielen würde, wäre ich auch bei der Eintracht dafür zu sagen, den Trainer auch mal ein Jahr Zeit zu geben, was zu entwickeln. Aber das, ja? Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, das finde ich erstmal nicht schlecht, dass man nicht, sobald man im Abstiegskampf mit erwähnt wird, sofort den Trainer wechselt und wieder jemand neuen, der dann wieder neue Vorstellungen. Mhm. Wir haben es auch, weiß ich nicht, gab ja die Kritik beim HSV, ne, dass du dann jetzt einen neuen Trainer geholt hast, der dann komplett eine andere Vorstellung von einem ganz anderen Fußball hat, was dann auch wieder nicht klappt. Also, dass man auch dann mal vielleicht jemanden arbeiten lässt und sagt, okay, der Kader gibt es halt momentan nicht besser her. Ja, also jetzt müsste ich mal die Leute fragen, die sich die 90 Minuten 360-Grad-Version angeguckt haben, weil ich habe mich, also ich habe das ja eben kurz angedeutet. Da steht Dortmund mit einer Sechserkette und Gladbach hat ganz lange halt nur zwei Stürmer vorne. Warum, also hinten raus ging's dann ja. Warum das ganze Spiel nicht weiter nach vorne fällt? Ist wirklich für mich die komplette zweite Halbzeit so, als ob Gladbach nicht Angst vor der Courage hatte, hier aus diesem Spiel etwas rauszuholen, obwohl es offenkundig da lag, weil Dortmund einfach das Spiel ab, also sie haben Spiel abgelegt, Controller beiseite gelegt, die wollten nicht mitspielen. Und ich weiß nicht, warum Gladbach nicht, ob das ist ja dann Frage, ist eine Trainerfrage oder so, dass, ob Gladbach nicht das die Mittel oder den Mumm hatte, um das zu machen. Ich bin an Gladbach auch so ein bisschen dran, bin da über Hütter, als Hütter nach Gladbach gewechselt ist, so ein bisschen in die Bubble reingerutscht und mit diversen Leuten in Kontakt gekommen. Ich glaube, es ist kein Trainerproblem, aber der Trainer macht es auch nicht besser. Also ich glaube, der Kader ist ein Problem. Gladbach ist das für mich wirklich das Maximalbeispiel, Gegenstück zu Leverkusen von einem schlecht geplanten Kader. Du hast in den letzten drei Sommern oder zwei Sommern, du hast Unmengen an Geld in Gummo investiert, dann hast du Unmengen an Geld in Honorar investiert. Das sind beides tolle Spieler. Ich mag beide super gerne, aber sie spielen auf der gleichen Position. Warum mache ich zwei Sommer in Folge meinen Top-Transfer auf derselben Position? Also das funktioniert halt nicht. Also die Transfers an sich sind nicht schlecht, der Kader hat Qualität, sind auch wirklich coole Einzelspieler dabei. So ein Alessandro Player, vor zwei Jahren hätte man gesagt, der gehört in die Champions League. Jetzt fragt man sich, ob er für Abstiegskampf in die Startelf passt. Also das ist einfach, das sind coole Spieler, aber es funktioniert einfach nicht. Der Kader ist nicht stimmig. Und der Kader ist auch für kein Spielsystem stimmig.
ich weiß nicht, wahrscheinlich spreche ich in eine andere Gladbach-Fanbubble an als sonst so auf Twitter, deswegen erzähle ich es nochmal in Anführungszeichen ausführlicher. Die haben halt diesen Aufbau gehabt vom Ballbesitzfußball unter Hacking früher noch, unter Favre dann Hacking, hin zu Eber wollte da mehr ein Pressing-Team dazu machen, hat da Rose geholt. Das hat halbwegs funktioniert, aber man hat dann bei Rose schon gesehen, okay, das Pressing mehr gibt der Kader nicht her. Also da ist Ende, da muss man dabei bleiben und Rose ist dann auch wieder zurück, so ein bisschen zum Ballbesitzfußball. Das hat dann ein bisschen besser funktioniert und dann zum Ende hin halt gar nicht mehr, als Rose dann die Kabine so ein bisschen verloren hat. Weil sein Wechsel nach Dortmund durch war. Genau, also da so die Ecke, da war dann halt irgendwann vorbei. Und dann hätte man an dem Punkt gestanden, wo man sagt, okay, bauen wir jetzt den Ballbesitzfußball weiter aus. Aber Eberl hat gesagt, nee, ich möchte weiter diesen Pressingweg gehen, hat dann Hütter geholt, der den Ballbesitz so ja eigentlich komplett hinten überwirft, komplett aufs Pressing geht. Der Kader ist aber eigentlich noch ein Ballbesitzkader. Und das funktioniert halt nicht. Also das hat einfach nicht funktioniert. Der Kader und Hütter war ein absolutes Mismatch. Mhm. Und dann hast du angefangen, dazu muss man sagen, okay, Hütter wurden auch Transfers versprochen, um kam ihn. Die Pandemie und so muss man auch dazu genau, sagen, also Hütter, ne? Wurden Transfers versprochen, wurde gesagt, wir bauen für dich hier den Kader um, wir wollen da gewisse Transfers machen. Die es dann einfach finanziell nicht machbar waren durch Pandemie und Co. Und deshalb war der Kader dann nicht da. Da hat man angefangen, da hat man Marvin Friedrich zum Beispiel geholt. Man hat einen Gummo geholt, der ja auch eigentlich ein Konterspieler ist, schnell, Tempo, Flügel. Und hat dann gesagt, ist Eberl ja gegangen, dann kam Wirkus und das Erste, was Wirkus gesagt hat, wir sind ein Ballbesitzverein, wir wollen Ballbesitzfußball spielen. Und hat dann halt Daniel Farke geholt. Jetzt hat der Kader, wurde aber gerade angefangen umzubauen auf ein Pressing, auf einen Umschalt, schnellen Fußball. Und jetzt an dem Punkt steht dieser Kader immer noch. Du hast einen halben Kader, der gerne Ballbesitzfußball spielt, mit einem Neuhaus, mit einem Weigel, mit einem Elvedi. Und du hast einen halben Kader, so mit einem Friedrich, einem Ngumu, vielleicht ein Netz noch, Skelly, so die Ecke, Liner, die gerne eigentlich pressen und umschalten wollen. Das funktioniert einfach nicht. Also ich glaube, mit dem aktuellen Gladbach-Kader wirst du keinen Trainer finden, der eine Spielidee in diesen Kader bringt. Mhm. Das muss von weiter oben anfangen. Und das mag. Der Verein muss sich der Verein muss sich umstrukturieren und diesen Kader sinnvoll. Der Verein muss sich überlegen, wo wollen wir hin und den Kader dahin bauen. Und dann, wenn man sagt, ich möchte in diesen Umschaltfußball tiefstehenden Umschaltfußball, dann ist Ceoane ein Trainer, wo ich sage, ja, geh mit dem in die Zukunft. Wenn Gladbach sagt, wir wollen aber Ballbesitzfußball spielen und das ist unser Fußball und da wollen wir den Kader hinentwickeln, dann ist Ceoane schlichtweg der falsche Trainer, weil er das nicht kann. Mhm. Muss man auch dazu mal sehen bei Trainern. Wenn die bei einem Standort nicht funktionieren, aber an jedem anderen Standort, dann liegt es auch irgendwann am Standort. Also wenn halt ein Hütter in Monaco funktioniert, in Frankfurt auch einigermaßen funktioniert, aber dann in Gladbach nicht, dann liegt es nicht an Hütter, sondern an Gladbach. So, ja, wobei Hütter in Frankfurt auch nicht unumstritten war. Ja, am Ende nicht mehr. Der Johann hat ja in Leverkusen zum Beispiel auch nicht funktioniert. Der hat das erste Jahr sehr gut funktioniert, weil er aus irgendeinem Grund, das war auch wild, aus irgendeinem Grund war die Defensive gut. Keiner weiß so richtig, warum. Und seit dem zweiten Jahr Leverkusen, also schon ein bisschen der Rückrunde auch, kriegt Ceoane seine Defensive nicht stabil. Bei keinem Verein, auch bei Gladbach nicht. Der hat neulich eine Siebener-Kette quasi gespielt und trotzdem war die Defensive nicht stabil. Also das ist wirklich unfassbar, was da aktuell. Ich finde, man muss Gladbach aber auch ein bisschen, ja, zumindest insofern in Schutz nehmen, dass du mit Abgängen von Bayer, Hofmann, Thüram, Benzibaini, Stindl, das sind natürlich alles schon für Gladbach wichtige Spieler gewesen. Ja, Bayer hat davor gar nicht gespielt. Mhm. Warum haben die dann 15 Millionen für den gezahlt? Weil der ausgeliehen war und bei Burnley in der zweiten Liga unfassbar performt hat. Okay. Und dann war 15 Millionen auf die. Aber würdest du mir zustimmen, dass die wichtige Spieler verloren haben? Ja, auf jeden Fall. Also sie haben wichtige Spieler verloren, aber sie hatten auch Geld zum Nachkaufen. Ja, aber sie haben dann zum Beispiel 10 Millionen für einen Schwanscharer. Wie heißt der? Schweinsteiger. Der jetzt nun auch nicht so gezündet hat, für so, zumindest nicht im Sinne eines Thüram-Nachfolgers. Also, ja. Die sind ein Musterbeispiel gerade für einen Verein im Umbruch. So. Und dann musst du halt innen so ruhig wie möglich bleiben und, das ist aber auch vollkommen recht, natürlich strukturell überlegen, wo möchtest du als Verein einfach hin? Die Frage ist halt, wohin brichst du um? Ja, genau. Von was zu was brichst du um? Gladbach ist seit 2 Jahren, sagt, wir sind im Umbruch, aber wohin? Ja. Es geht, da ist kein Weg. Das wundert mich tatsächlich sehr bei Gladbach. Und deswegen stehen sie da unten drin. Die Zeit. Sie war wunderschön. Und wir bedanken uns bei Nick, dass du da warst. Wir finden dich auf super. Fox, Badische Zeitung, super. aber auch für die Bundesliga schreibst du. Also du bist als Journalist überall tätig und schreibst tolle Texte oder machst Videos auch.
Nee, Videos eigentlich nicht. Also, Twitter-Analysen. Ja, also finde ich vor allem auf Twitter, Nick_Steiger mit AI geschrieben. Mhm. Ansonsten, da poste ich halt meinen Content, mache viel Analysen-Kram momentan. Immer mal Podcast bei Freiburg, ist jetzt nichts für Etienne, aber vielleicht, falls Freiburger zuhören, Podcast Freiburg, hört man mich auch immer mal wieder. Freiburg. Nächste Saison bin ich Freiburg-Fan. Ich jetzt zieh dich um. Ja, das ist ja, das war super, dann könnt ihr so die F-Bahn. Aber jetzt nochmal, können wir die Frage nochmal beantworten. Christian Streich, macht er den Schritt oder macht er den Schritt? So, außerdem, vielen Dank an Nico, Tobi, Eddie und an euch fürs Zusehen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann macht das jetzt und wir sehen uns dann morgen zur Bundesliga international, so als Aufgabe zu den Champions League. Immer noch nicht abonniert. Einige haben immer noch nicht abonniert. Jetzt kannst du richtig ausrasten. Mach's gut. Tschüss, auf Wiedersehen.